Das ist das, was uns täglich bewegt, dass wir ein großes Gefühl politischer Wirkungslosigkeit haben. Wir können machen und machen und machen. Und irgendwie ab und zu mal kleine Erfolge. Aber an den großen Verhältnissen ändert es nichts. Das erzeugt wiederum einen Vertrauensverlust in die politische Führung. Das finden Sie in allen Umfragen in dramatischer Weise steigend. Ich gebe Ihnen auch hier ein paar Beispiele vom Edelman Trust Barometer von 22. Misstrauensvotum gegen der Führung. Weit über ein Drittel der deutschen Befragten ist überzeugt, dass Führungskräfte bewusst lügen und in die Irre führen. Irgendwie kriegt das Volk doch was mit. Irgendwie kriegt es was mit und es verliert das Vertrauen in die Führung. Vertrauen Regierung in Deutschland, in Europa ist Vertrauen der Regierung in Deutschland, war ich auch überrascht, aber scheint so zu sein, am niedrigsten, wo nur 34% ihr Vertrauen. Deutsche Welle sagt, das Vertrauen der Deutschen, auch von 23, das Vertrauen der Deutschen in staatliche Institutionen erreicht neuen Tiefpunkt. Es ist was da. Es ist ein großes Unbehagen in der Bevölkerung. Es ist ein großer Vertrauensverlust in der Bevölkerung. Denn eigentlich sind die Zeiten heute längst wieder, das haben wir von Piketty bis zu vielen anderen, wir sind wieder, was die Ungleichheit angeht und auch andere Dinge, längst wieder in einer vorrevolutionären Phase. Wir sind wieder in Zuständen, die wie im Feudalismus sind. Das bedeutet, eigentlich wäre es längst wieder Zeit für eine Revolution. Warum werden all diese Dynamiken der Entzivilisierung so geduldig hingenommen? Das kriegen natürlich auch die Eliten mit, die haben ja so Davos ist es so ein Eliteninszenierungstreffen. Da treffen die sich als Eliten, um ihre Verantwortung für die Welt zu übernehmen. In diesem Jahr, sie haben gemerkt, worum es geht. Sie sagen, wir müssen das Vertrauen wieder gewinnen. Wir müssen das Vertrauen wieder gewinnen. Warum geht das verloren? Und jetzt schauen Sie sich die Umfrage unter den Eliten, die befragen sich auch immer, die Umfragen unter den Eliten an. Ganz oben die größte Bedrohung für die Welt ist nicht ein Atomkrieg. Da kann man noch dran verdienen. Die größte Bedrohung für die Welt ist Missinformation und Disinformation. Ich weiß nicht, woher Sie so subtile intellektuelle Unterscheidungen noch machen. Das ist die größte Bedrohung für die Welt. Wir müssen also, schließen Sie daraus, Fehldenken bekämpfen. Die Bedrohung ist nämlich nicht die Eliten. Das hat Gauck ja vor einiger Zeit auch schon gesagt, die Bedrohung ist das Volk und nicht die Eliten. Das Staatsvolk wird als größte Bedrohung für die Demokratie angesehen. Man müsse unsere Demokratie vor dem Volk schützen, da das Volk durch Desinformation irregeleitet würde und damit das Vertrauen in die Herrschenden verlieren würde. Und sie formulieren ganz klar den Auftrag an die Anwesenden in Davos, was man machen muss. Man muss das Staatsvolk mit dessen Billigung und Duldung so manipulieren, dass sich der Volkswille mit dem Elitenwillen deckt, das Volk also gerade die Meinungen vertritt, die die Eliten für richtig halten. Wir müssen unsere Softpower-Anstrengung und natürlich auch unsere Soft-Repression durch Einschränkung des Debattenraumes und Fehldenken bekämpfen, müssen wir vergrößern. So, warum sind wir nicht in der Lage, gesellschaftliche Schutzbalken zu entwickeln? Wie kann man eigentlich, was muss man machen, dass diese Tatsache dessen, was wir gerade, empirische Studien, die Entscheidungsmacht liegt
ganz woanders, die liegt nicht beim Volk. Wie kann man diese Tatsache verschleiern? Und das führt jetzt zu dem großen Thema ideologische Macht. Ideologische Macht ist das Zauberwort, mit dem sich das erreichen lässt. Dieses Thema ist so kompliziert, dass man eigentlich eine mindestens viersemestrige Vorlesung dafür brauchte. Kriegen wir heute Abend nicht hin. Oder man müsste es in Comicform präsentieren, das werde ich nun mal versuchen. Was ist ideologische Macht? Ideologische Macht bezieht sich auf die Macht, die sinnstiftenden Denkkategorien, die Deutungszusammenhänge und Rahmenerzählung zu beeinflussen und zu kontrollieren, mit denen Menschen sich ein gedankliches Bild ihrer gesellschaftlichen Wirklichkeit machen. Ideologische Macht ist also der größte Hacking-Angriff auf das menschliche Bewusstsein. Die Art unseres Denkens schon im Ansatz, nicht erst auf die Schlussfolgerung zu beeinflussen, was hinterher rauskommt, schon die Art unseres Denkens an der Wurzel, ganz tief unten an der Wurzel zu prägen, sodass wir gar nicht mehr mitkriegen, dass schon im Ansatz unser Denken in seiner Begrifflichkeit, in der Sprache und so weiter vollständig kontaminiert ist im Sinne der jeweils Herrschenden. Ideologische Macht ist also Manipulationsmacht und dient der Erzeugung illusionärer Realitäten. Sie dient dazu, das gesamte Bewusstsein der Machtunterworfenen im Sinne der jeweils Herrschenden zu formen. Jetzt werden Sie sagen, ja, das geht doch gar nicht. Erstens sind wir alle ziemlich clever und lassen uns nicht beeinflussen. Und dann sind wir ganz viele und haben ganz viele unterschiedliche Auffassungen. So etwas geht doch gar nicht. Ein Blick auf die Zivilisationsgeschichte zeigt wieder, an diesem Programm der ideologischen Macht haben die Herrschenden aller Zeiten extrem gearbeitet. Ein großer früher Höhepunkt war das pharaonische Ägypten, wo man ein so geschlossenes System ideologischer Macht hat, zu dem es keinen Außenstandpunkt. Man konnte gar nicht außerhalb dieses Systems denken. Das hatte nun bestimmte Voraussetzungen, die funktionierten dann in modernen Gesellschaften nicht. Heute hat man das mit Hilfe von Psychologie und Sozialwissenschaften in den letzten 100 Jahren so perfektioniert, dass sie sich nicht mehr einen Begriff davon machen können, wie heute diese Techniken ideologischer Macht und der Bewusstseinsmanipulation, wie extrem hochentwickelt die mittlerweile sind. So, jetzt steigen wir ins Comic ein. Eine der ältesten Allegorien dafür ist die platonische Höhle. In der platonischen Höhle, Platons Höhlengleichnis, finden Sie im Platons Buch Der Staat, da sind Menschen in einer Höhle eingeschlossen und gefesselt, denen wird manipulativ hier eine Wirklichkeit vorgespielt. Sie erleben hier den Schattenwurf, nicht mal mehr die Realität, sondern auch nur dieser konstruierten Realität. Die Realität, die ist erst hier oben. Ihnen wird ein Schattenwurf vorgespielt und sie erleben es als Realität. Und da sie sich nicht bewegen können und auch sich nicht umdrehen können, um die kausale Beschaffenheit der Art und Weise, wie die illusionäre Realität erzeugt worden ist, zu erkennen, sind sie zutiefst überzeugt, das ist die einzige Realität, die es gibt. Sie sind so tief davon überzeugt, wie wir alle von unseren Alltagsvorurteilen auch überzeugt sind. Das ist zugleich auch eine Allegorie über Vorurteile. Aus Vorurteilen kommt man nicht raus, die haben gerade die Eigenschaft, dass sie als Vorurteil in der Regel nicht erkennbar sind. Das kennen Sie aus dem Alltag, dass Sie wissen, Vorurteile haben immer nur ihre bekannten Freunde und Feinde. Man selbst hat natürlich keine Vorurteile, aber alle anderen haben Vorurteile. Das heißt, die hier Gefesselten haben ihre Unterdrückung liebgewonnen
und sind zutiefst überzeugt, die tatsächliche Realität wahrzunehmen, wenn jemand, und deswegen will ich Ihnen das Zitat geben, weil das heute wieder Relevanz hat, wenn jemand sie aufklären und befreien möchte, sind sie entschlossen, ihn zu töten. Zitat Platon: Wer aber Hand anlegt, um sie zu befreien und hinaufzuführen, den würden sie wohl umbringen, wenn sie nur seiner habhaft werden und ihn töten könnten. Das heißt, in dieser, die platonische Höhle ist die perfekteste Form der Indoktrination, die Aggressivität der ideologisch Gefesselten gegen alle, die ihre Vorstellung als Vorurteile, Trug und Ideologie aufdecken, zeigt sich auch gegenwärtig wieder in dem hohen Ausmaß des medial erzeugten Hasses auf diejenigen, die nicht bereit sind, dem verordneten Denken zu folgen. Und die Aggressivität, diese Allegorie, ist in gewisser Weise auch gleichzeitig eine Allegorie der Aggressivität des Vernichtungswillens gegen Whistleblower. Sie haben hier den Fall Julian Assange sozusagen. Es muss bis zur Vernichtung gehen. In der Höhle können die sich ja gar nicht miteinander, die können sich nicht bewegen, können sich nicht abstimmen, nichts. Demokratie bedeutet ja gerade, dass wir miteinander sprechen können und wir können auch andere Medien, wir gehen in die Nachbarhöhle, wir können auch andere Medien ansehen. Daraus resultiert ja in der Demokratie die Pispersche Hoffnung, nenne ich das mal. Volker Pispers hat gesagt: Was meinen Sie, was hier los wäre, wenn die Leute wüssten, was hier los ist? Ja, jetzt ahnen Sie schon, dass Ihnen das Lachen im Halse stecken bleibt, denn Sie wissen, was wäre denn, wenn die Leute wüssten, was hier los ist? Gäbe es dann eine Revolution? Nein, natürlich gäbe es keine Revolution. Es gibt keine Revolution. Auch wenn die Leute wüssten, was da los ist, dann schalten sie um auf Barbie. Das heißt, und hier haben wir das gebildete Publikum, denn Sie sehen, die gucken nicht nur Tagesschau, die lesen auch noch eine Zeitung. Und manche lesen sogar zwei Zeitungen und schauen auch abends noch mal in Fokus. Das heißt, was wir heute haben als Befund ist, wir haben eine gigantische Zerstörung mühsam errungener zivilisatorischer Substanz. Alles mit Billigung und stillschweigender Duldung, gerade der Teile der Bevölkerung, die am längsten das Bildungssystem durchlaufen haben. So, nun ist ja Comic nicht Realität unbedingt. Wir brauchen Fakten, Fakten, Fakten. Schauen wir uns an, wie die tatsächlichen Verhältnisse sind. Umfrage vom 13. Februar. Welche Partei würden Sie wählen, wenn er am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre? Was finden wir? 54% der Wähler würden wieder genau die Parteien wählen, die für die gegenwärtigen Zustände verantwortlich sind. Wir haben eine extreme Status quo-Beharrung. Es kann kommen, was will. Es kann kommen, was will. Die ganzen letzten Jahrzehnte kam die gigantische neoliberale Revolution. Es kamen alle möglichen Dinge. Es kann sein, was will. Es gibt eine riesige Status quo-Beharrung in der Bevölkerung. Und wir können ja eigentlich auch einen Großteil der AfD auch damit zurechnen, weil sie ja weite Aspekte des Extremismus der Mitte, also dieser Parteien, teilt, wie Nationalismus, die aggressive Migrationsbekämpfung, die die EU gerade gegenwärtig militärische Migrationsbekämpfung über Frontex macht, und viele andere Aspekte, die sich ja hier
in diesen Parteien wiederfinden, denn die AfD, wissen Sie, ist Fleisch vom Fleische der CDU und der FDP. Dass das so ist, ist atemberaubend, dass egal was ist, die Leute immer wieder die Parteien wählen, die es verursacht haben, ist ein atemberaubend spektakuläres Leistung von ideologischer Indoktrination. Denn Propaganda gibt es ja bei uns nicht, das gibt es ja immer nur bei Feinden. Das heißt, der gesamte Denkraum ist so verdreht und verrauscht, dass die bestehenden Machtverhältnisse als normal erscheinen und dadurch die Zustimmung zu ihnen erhöht wird. Hier ist wieder die platonische Höhle. Hier ist die vorgespielte Realität. Die Frage ist, wie kommen wir aus der Höhle raus? Was verstellt eigentlich den Blick auf ein Erkennen der tatsächlichen gesellschaftlichen Realitäten? Das sind natürlich die Medien, weil die Medien der Maschinenraum der Ideologieproduktion sind. Und Medien im weitesten Sinne, Zeitungen, Fernsehen, Internet, die gesamte Unterhaltungsindustrie, Schulen, Universitäten und so weiter, sie sind im Wortsinne Medien, weil sie Mittel sind, uns über etwas zu unterrichten, was nicht Teil unserer eigenen Erlebniswelt ist. Wir können ja nur ganz kleine Ausschnitte der Realität erleben. Wir sind darauf angewiesen, unterrichtet zu werden über die Realität, die wir nicht persönlich erleben. Das sind die Medien. Und die bilden den Maschinenraum der Ideologieproduktion. Damit kommen wir zur letzten Frage. Was tun? Wie lassen sich Höhlenausgänge finden? Und einer der wichtigsten Punkte, deswegen habe ich der wichtigsten denkmethodologischen Punkte im Politischen, deswegen habe ich das vorweggestellt von dem Schriftsteller Thomas Pynchon. Wenn Sie dich dazu bringen können, die falschen Fragen zu stellen, brauchen Sie sich über die Antworten keine Sorgen zu machen. Das sollten Sie sich in der Tat ausschneiden und übers Bett hängen und jeden Tag 1 bis 3 Mal wie über ein 10-buddhistisches Koan darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet und ob man jetzt schon tiefer versteht, was es bedeutet. Denn wenn die Fragen ideologisch kontaminiert sind, wenn Sie schon in der Begrifflichkeit die falschen Fragen stellen und viele Protestbewegungen starten immer schon mit den falschen Fragen, dann sind natürlich auch, wenn die Begrifflichkeit schon kontaminiert ist, sind die Antworten emanzipatorisch unbrauchbar. Aus Falschem kommt nichts Richtiges. Da müssen wir immer wieder darauf achten, stellen wir eigentlich die richtigen Fragen und nicht fragen, wie kriegen wir eigentlich unsere Demokratie zurück? So, diese Mauer ist natürlich, weil es eine Mauer der Ideologie ist, eine Mauer im Kopf. Sie ist nicht wie eine militärische Mauer, sie ist keine Hardpower-Mauer, sie ist eine Mauer im Kopf, die uns den Weg verstellt, Höhlenausgänge, wieder ein Außenstandpunkt. Was wir suchen ist ja, wir müssen endlich wieder einen Außenstandpunkt außerhalb der Ideologie. Eigentlich eine Unmöglichkeit. Das kann natürlich nur kollektiv und gemeinsam und in kleinen Schritten passieren. Wie kann man wieder kollektiv einen Außenstandpunkt zu diesem hermetisch abgeschlossenen ideologischen Gewölbe finden? Ich will Ihnen ein paar Stichworte nur damit man überhaupt eine Richtung hat, was geschehen muss. Wir müssen überhaupt wieder Ziele von einer gerechten, wohlgeordneten Gesellschaft formulieren.
alle frühen Zivilisationen, das ist erstaunlich, ob Mesopotamien, ob China, ob Indien, alle frühen Zivilisationen hatten kollektive Vorstellungen, was ist eine wohlgeordnete Gesellschaft. Und die waren auch im Kern immer gleich, dadurch, dass man das Gegenteil formulierte, die Dystopie. Eine nicht wohlgeordnete Gesellschaft ist eine Gesellschaft, wo das Recht des Stärkeren gilt. Oder wie man das früher in Ägypten, Mesopotamien formulierte, eine Gesellschaft ist nur gerecht, wenn der Schutz der Schwachen vor den Starken gewährleistet ist. Das heißt, wir fanden in früheren Zivilisationen Vorstellungen von einer gerechten, wohlgeordneten Gesellschaft. Diese Vorstellungen sind uns heute verloren gegangen. Wir müssen also überhaupt erst mal wieder Ziele formulieren. Denn Sie wissen, wer das Ziel nicht kennt, kann sich auch im Weg nicht irren. Wir brauchen wieder eine Idee von Gemeinschaft. Der Neoliberalismus hat ja die Idee von Gemeinschaft zerstört. Es gibt nicht so etwas, sagte Thatcher, wie Gemeinschaft. Es gibt nur in Konkurrenz stehende atomisierte Einzelne. So ist die Gesellschaft heute geworden. Wir sind eine Ansammlung sozial atomisierter Einzelner. Es gibt die Idee eines kollektiven Handlungssubjekts, wie es Anfang des letzten Jahrhunderts die Arbeiterbewegung noch hatte, durch Gewerkschaften, durch Parteien. Die hatten eine kollektive Identität als ein kollektives Handlungssubjekt. Die Idee ist verloren gegangen. Und wir müssen natürlich, das sind die vielen Beispiele, die wir hatten, das kollektive Gedächtnis endlich wiedergewinnen. Und ein wichtiger Punkt, wir müssen Erfolg und Misserfolg unserer eigenen emanzipatorischen Bewegungen analysieren. Warum sind welche Bewegungen eigentlich gescheitert und wo hatten sie vielleicht kleinere Erfolge? Woran lag das? Wie waren sie beschaffen? Wodurch konnten sie zersetzt und gespalten werden? Denn Fakt ist, dass die Protestbewegung, emanzipatorischen Bewegung der letzten 30 Jahre mindestens, der letzten 30 Jahre politisch de facto weitgehend wirkungslos geblieben sind. Selbst die weltumspannende Occupy-Bewegung, die so anfangs so vielversprechend war, konnte, als sie zu gefährlich wurde, in ganz, ganz kurzer Zeit zersetzt und gespalten werden. Das müssen wir analysieren. Wir müssen strategische Betrachtungen machen, um das zu verstehen. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Denn das Problem ist, dass die Mächtigen, die die Ideologie produzieren, die haben, das sehen Sie an dem Eliteninszenierungstreffen in Davos, die haben ein kollektives Gefühl, die haben Ziele, die haben ganz klare, definierte kollektive Ziele, mehr Macht und mehr Geld. Das heißt, wer die Kapitalmacht hat, Thinktanks zu betreiben und NGOs und Stiftungen und so weiter und so weiter. Auch Deutschland ist voll mit solchen Stiftungen, werden sogar von der Bundesregierung finanziert. Wer die Macht hat, die Machteliten können sich Geist kaufen. Die brauchen keinen eigenen Geist. Die brauchen keine eigenen Mühen um ein kollektives Gedächtnis. Die kriegen ihr eigenes kollektives Gedächtnis aus Thinktanks präsentiert. Die kriegen ihre eigenen Strategien aus Thinktanks präsentiert. All das haben wir nicht. Das heißt, wir haben einen gewaltigen strategischen Nachteil, bei dem, wenn wir emanzipatorische Kämpfe organisieren wollen. Nun ist Ideologie eigentlich etwas Weiches, nicht wie eine Mauer etwas Hartes. Ich will hier mal die Ideologie als eine Zwiebel mit ihren verschiedenen Schichten darstellen, die den Höhleneingang versperrt.
der Höhlenausgang. Der Höhlenausgang ist für uns versperrt durch eine dicke Zwiebel der Ideologie. Die besteht aus ganz vielen Schichten. Manche sind trivial, manche gehen tiefer. Hier ist der eigentliche Kern. Hier an der Oberfläche außen sind natürlich auch viele ideologische Schichten. Die erste Ideologie, die wir alle gelernt haben, wir haben ja ganz viele Medien, wir haben ja in Deutschland Medienvielfalt, wissen Sie. Wir alle haben das Gefühl, nachdem wir drei Zeitungen gelesen haben und noch Tagesschau geguckt haben, wir sind informiert. Uns kann man nichts vormachen. Wenn einer informiert ist, dann sind, seien wir ehrlich, wir es. Das ist schon mal eine erste ganz gefährliche Ideologie, die wir hinterfragen müssen, die sehr, sehr schwierig ist, weil die tief in uns verankert ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen im Kabarett. Das Programm heißt Bis neulich und der Titel ist schnell erklärt. Denn neulich hatte ich mein 20-jähriges Bühnenjubiläum. Und da habe ich überlegt, ich mache so ein Best-of-Programm und packe alles, was ich in den 20 Jahren geschrieben und gespielt habe, in einen schönen Abend. Das ist natürlich sinnlos, denn 16 Stunden Text erträgt kein Schwein. Das können Sie mir glauben. Dann habe ich aber Freunde gefragt, was ich spielen soll. Da hieß es, das muss rein und das muss rein und das will ich hören und das darf nicht fehlen. Das muss auf jeden Fall dabei sein. Da waren wieder 5 Stunden zusammen. Und da habe ich gesagt, so geht das nicht. Und dann habe ich beschlossen, ich spiele einfach die Texte nochmal, die ich selber gerne nochmal hören möchte. Ich finde, das ist die fairste Auswahl. Andere haben gesagt, politisches Kabarett macht er? Und da kommt er mit dem Best-of aus 20 Jahren, wo aktuell so viel los ist. Wann war jemals so viel los wie jetzt im Augenblick? Da kommt er mit den ollen Kamellen. Die Leute haben ja nicht völlig Unrecht. Was hat mich in den 20 Jahren im Kabarett beschäftigt? Sehen Sie, da ging es mal um Umweltschutz. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Zwischendurch war mal ganz aktuell Gesundheitsreform. Aber das ist auch Jahre her. Das ist ja ich glaube, vor 13 Jahren habe ich mal Kabarett über den Golfkrieg eines gewissen Herrn Bush gemacht. Und dann natürlich so ganz abgestandene Themen wie Arbeitslosigkeit, Fremdenfeindlichkeit, Staatsverschuldung. Alles Dinge, die wir längst hinter uns haben. Weiß ich selber. Trotzdem, meine Damen und Herren, gehen Sie ins politische Kabarett. Sie spüren das doch heute Abend auch schon wieder. Im politischen Kabarett, da sind Sie stets von lauter engagierten Gesellschaftskritikern umgeben. Einige sind noch leise engagiert, manche auch geradezu engagiert leise. Aber im Engagement sind Sie alle. Denn wer heutzutage nirgendwo im Engagement ist, der kann sich ja die Gesellschaftskritik in Form einer Kabaretteintrittskarte kaum noch leisten. Zumindest nicht in den Tempeln der Kleinkunst. Da, wo das literarische Kabarett zelebriert wird. Wo man die knallharte Gesellschaftskritik in weichen Polstersesseln auffängt und wo man das im Halse steckgebliebene Lachen in der Pause mit Champagner runterspült. An solchen Orten, da lässt man sich die Kritik am eigenen Lebenswandel genauso folgenlos um die Ohren schlagen wie in der Kirche. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Ist doch eine herrliche Pointe, oder? Hören Sie mal, da sind die Komiker seit 2000 Jahren mit auf Tournee. Hier ist noch so ein Comedy-Klassiker. Wer dir auf die linke Wange schlägt, dem halte auch die rechte hin. Selten so gelacht, was W? Kabarett ist eine Art moderner Ablasshandel. Das schlechte linke Gewissen aus dem Feuer springt, wenn das Geld in der Kleinkunstkasse klingt. Deshalb heben Sie Kabarett-Eintrittskarten auf. Heben Sie die gut auf. Wenn dann irgendwann einmal nach dem Zusammenbruch des Kapitalismus. Ja, noch lachen Sie fett, ne? Aber wenn dann jemand zu Ihnen kommt und sagt, na, was hatten Sie denn für eine Funktion in dem System? Ha? Na, was denn, was denn, was denn? Sagen Sie halt einen Moment, holen den großen Karton mit den Kabarett-Eintrittskarten raus. Dann sagen Sie hier, ich war dagegen.
Hier ist der Beweis, ich war im Widerstand. Ich habe laut und offen gelacht, wenn meine Regierung verspottet wurde. Ich habe geklatscht, ich habe anhaltend geklatscht, wenn das System kritisiert wurde und wenn seine Unmenschlichkeit in lustigen Sketchen entlarvt wurde. Ich habe auf offener Straße Kanzlerwitze erzählt. Was wollen Sie von mir? Ich war keine Blockflöte. Ich war eine Querflöte. Ich habe meinen Müll sortiert, Franz Alt gelesen und die Taz. Okay, abonniert, nicht gelesen. Ich habe mich freiwillig an Tempo 100 gehalten, zumindest in geschlossenen Ortschaften. Ich habe für vom Aussterben bedrohte Arten gespendet, für Robben, Kurden, Grüne, Linke, Intellektuelle. Ich habe mir den Hinter mit Umweltschutzklopapier wundgerieben, den Magen mit Nicaragua-Kaffee versaut. Ich war doch dagegen. Ich war für Schwerter zu Flugscharen, für Politiker zu Menschen. Ich bin kein Täter. Ich bin Opfer. Also wenn schon, bin ich Opfer und Täter. Rotkäppchen und Wolf. Links und SPD. Eine 13 Jahre alte Pointe, die die meisten erst heute begreifen. Links und SPD, katholisch und Demokrat. Ja, das dauert nochmal 13 Jahre, das sehe ich. Ich habe noch einen. Attentatsopfer und Rollstuhltäter. Ich bin auch nur ein Mensch. Und darin liegt das Problem. Wie steht es über den Menschen geschrieben, wer zu spät geht, den bestraft seine Natur. Aber noch ist das System stabil. Den meisten Deutschen geht es so gut wie nie zuvor. Hier wird auf einem Niveau gejammert, um das uns 80% der Weltbevölkerung beneiden. Das Schöne ist, die, die wirklich nichts haben in Deutschland, die jammern ja gar nicht. Die kommen ja in den Medien überhaupt nicht vor. Hier jammern die, die Süffel haben, dass sie locker etwas abgeben könnten, ohne auf etwas verzichten zu müssen. Die jammern hier rum. Der Spitzensteuersatz ist zu hoch. Ja, das ist auch wirklich schlimm. Ne? Ein Land, in dem die Bevölkerung noch Geld über hat, um Bücher von Dieter Bohlen zu kaufen. Und für die ewigen Nörgler und Querulanten, da bietet unser Gesellschaftssystem da noch das Kabarett als geistigen Abenteuerspielplatz an. Bad Sankt Kleinkunst, das Therapiezentrum für die Unzufriedenen. Alles nach dem Motto, haben wir wieder mal gelacht. Haben wir gelacht über die Blödheit der von uns gewählten Politiker. Das sind aber auch Deppen, die wir da immer wählen. Mann, Mann, Mann. Und über die Kinderprostitution in Thailand, herrlicher Sketch. Das war doch ein herrlicher Sketch, oder? Darum geht man doch ins Kabarett, oder? Um über das Entsetzliche auf der Welt mal zu lachen. Nun stehen Sie auch dazu. Lachen ist da alles, was uns bleibt. Das Lachen in der Verzweiflung. Und das Lachen ist gesund. Lachen ist die beste Medizin. Medizin, die gut schmeckt, hilft nicht. Kennen Sie den Spruch noch? Habe ich als Kind immer hören müssen. Medizin muss bitter schmecken, hieß das früher immer. Damit das Lachen schön bitter ist, muss das Kabarett geschmacklos sein. Damit es dann auch hilft. Als Breitband-Anti-Idiotikum. Gut gegen alles. Also es ist dann gut, wenn es gegen alles ist. Gegen alles und nichts. Es ist gegen alles und für nichts. Es ist nichts für alle. Aber es ist eh alles für nichts und wieder nichts. Die Leute fragen mich, was erreicht ihr mit dem Kabarett? Ja, was erreichen wir? 16 Jahre lang haben wir Kabarett gegen Kohl gemacht. Zur Belohnung haben wir Schröder gekriegt. Ist das jetzt das kleinere oder nur das dünnere Übel? Na, fragen Sie die Eierwerfer, den Kohl haben Sie noch getroffen. Bei Joschka Fischer war es noch schlimmer. Je dünner er wurde, desto dicker wurde das Übel. Sie sehen schon, Sprache ist das, was mich von Anfang an am meisten fasziniert hat am Kabarettmachen, mit der Sprache spielen. Aber auch, was mit der Sprache gemacht wird. Wie die Mächtigen die Sprache missbrauchen, um uns zu verarschen. Und die Mächtigen sind die Medien in diesem Land, meine Damen und Herren. Die Medien bestimmen den politischen Diskurs. Die Begriffe werden sinnentleert. Der Begriff Sparen hat seine Bedeutung endgültig verloren. Hier wächst eine Generation auf, die erlebt Folgendes. Meine Regierung sagt,
Wir wollten eigentlich 40 Milliarden Neuschulden machen, machen aber jetzt doch nur 38 Milliarden Neuschulden. Dann haben die gespart. Und von dem Gesparten fahren wir dann wahrscheinlich alle noch in Urlaub oder was? Mein Finanzminister, Hans Eichel, dieser einmal zu oft beförderte Hauptschullehrer, der hat den Begriff flexibles Sparen erfunden. Da müssen Sie erst mal drauf kommen. Der steht im Fernsehen und sagt, flexibles Sparen heißt Folgendes, wir halten am Sparziel fest bei gleichzeitiger höherer Neuverschuldung. Klar, gehen Sie mal zu Ihrem Bankberater, sagen Sie, ne, ich möchte was sparen, können Sie mir was leihen? Ne? Die dümmste Kampagne, die in unseren Medien seit über einem Jahr läuft, ist diese Steuersenkungskampagne. Die Leute sind ja wie verrückt inzwischen. Die Steuern müssen gesenkt werden, die Steuern sind zu hoch. Wir arbeiten ja alle nur noch für den Staat. Da stehen die Leute vor, ich arbeite ein halbes Jahr, ja jedes Jahr nur für den Staat. Entschuldigen Sie mal, haben Sie das dumme Schwein schon mal getroffen, für das Sie da arbeiten gehen? Nee? Da gucken Sie morgens mal in den Spiegel. Nur zu Ihrer Information, die Steuern frisst der Eichel nicht persönlich auf. Steuern sind das, was wir alle in einen Topf tun und aus dem Topf bezahlen wir das, was wir alle zusammen benutzen. Die öffentlichen Einrichtungen werden davon bezahlt, die Infrastruktur, die Straßen, die öffentlichen Gebäude und die Personen, die wir brauchen, um ein Zusammenleben überhaupt zu organisieren in einer Gesellschaft. Die Polizistin, die Feuerwehrleute, ja auch die Politiker werden davon bezahlt, aber auch die Richter, die Staatsanwälte, die Lehrer. Und es gibt davon allem zu wenig. Es jammern doch alle rum. Es gibt zu wenig Lehrer, die Stunden fallen aus. Es gibt zu wenig Polizisten, die schieben hunderte von Überstunden vor sich her, jeder Einzelne. Es gibt von allem zu wenig. Die Straßen sind kaputt, die öffentlichen Gebäude, die Schulen sehen alt aus und der Steuertopf ist leer. Soweit sind wir uns einig, oder? Und dann wollen Sie Steuern senken. Hallo, ist da noch einer zu Hause? Ja, dass bei Stoibers und Merkels keiner wohnt, das ist mir ja bekannt. Aber hat der Rest des Volkes auch sein Hirn jetzt in der Bild-Zeitung eingewickelt? Ja, oder machen Sie das privat auch so, wenn Sie mit Ihrem Geld nicht auskommen? Gehen Sie dann zu Ihrem Chef, sagen Sie, Chef, ich kann meine Miete nicht mehr zahlen, kannst du meinen Lohn senken? Die Steuern müssen nicht gesenkt werden, die Steuern müssen bezahlt werden. In diesem Land werden über 75 Milliarden Euro an Steuern hinterzogen, jedes Jahr. Da sind die Putzfrauen auch ja nicht mit drin. Was wir uns hier leisten könnten, wenn allein schon die FDP bereit wäre, ihre Mitglieder zu überreden, ein halbes Jahr auf Steuerhinterziehungen zu verzichten. Muss ja nicht gleich jeder aus der FDP austreten und zum Fallschirm greifen. Was soll das jetzt? Stattdessen muss ich mir für diese neoliberalen Besserverdiener, die ihr Geld nach Luxemburg in Sicherheit bringen, von denen muss ich mir anhören, das Land ist gelähmt. Die Eigeninitiative ist tot, alle starren nur noch auf den Staat. Und dieses neoliberale Geschwätz ist nicht mal neu. Helmut Schmidt hat den Unsinn schon vor über 20 Jahren verbreitet. Kennen Sie vielleicht noch Helmut Schmidt? Das war auch mal so ein Kanzler, der vergeblich versucht hat zu begründen, warum er in der SPD war. Helmut Schmidt hat damals gesagt, das Grundübel in Deutschland ist die soziale Überversorgung. Nur, dass wir uns da nicht falsch verstehen. Unter Überversorgung verstehen die nicht die Pensionen der Politiker. Das ist keine Überversorgung. Auch die Gehälter und die Abfindungen von Spitzenmanagern, das ist keine Überversorgung. Das nennt man leistungsgerechte Bezahlung, habe ich aus der Zeitung erfahren. Der Esser stand doch vor Gericht, vor davon Esser, ne? 30 Millionen Euro Abfindung. Da müssen Sie ja viel für telefonieren, das wissen Sie, ne? Der stand vor Gericht und sagte, die 30 Millionen Euro, die wären nicht nur rechtens gewesen, es wäre noch zu wenig gewesen. Und der Ackermann stand daneben, genau, genau. Ackermann, kennen Sie, ist der mit dem Doppelstinkefinger, ne? Ja, das ist der Stinkefinger der Reichen, die können sich gleich zwei leisten. Müssen wir darauf achten, ja? Ja. Vielleicht habe ich ihn auch missverstanden, vielleicht hat der Ackermann noch 2 Jahre ohne Bewährung beantragt, ich weiß es nicht, aber... Der Ackermann, der ist doch schuld, dass der Bundesbankpräsident nicht mehr arbeiten gehen wollte. Bundesbankpräsident Welticke, haben Sie vielleicht mitbekommen. Der hat ja versucht, seinen Job loszuwerden, ne? Die müssen ja rausgeschmissen werden, sonst gibt es ja keine Abfindung. Aber der wollte einfach nicht mehr, also hat er einen kleinen Skandal inszeniert. Hier in irgendeiner billigen Absteige hier in Berlin war der unterwegs. Athlon oder wie heißt das Ding, ne? Ja.
Schöner Skandal, er ist rausgeschmissen worden, Abfindung. Sehen Sie, der Welticke hatte den bestbezahlten Job im deutschen Staatsdienst. Der Bundesbankpräsident bekommt 350.000 Euro brutto jedes Jahr. Aber was ist das denn? Der Ackermann bekommt 11 Millionen Euro brutto jedes Jahr. Der Ackermann hat durch die Steuerreform von Rot-Grün aus diesem Jahr, allein durch die Steuersenkung von diesem Jahr, hat er 330.000 Euro netto mehr in der Tasche als im letzten Jahr. Der Ackermann hat allein dieses Jahr netto mehr, als der Welticke brutto überhaupt verdient hat. Da hat der Welticke gesagt, dafür gehe ich doch nicht mehr arbeiten, ich bin doch nicht bekloppt oder was? Aber das ist keine Überversorgung, nicht? Das ist leistungsgerechte Bezahlung. Ein Ackermann sind 33 Weltickes. Überversorgung, das ist Sozialhilfe, da sind wir uns ja inzwischen einig. Ne? Da wird ein Geld verbraten, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob Sie sich da überhaupt ein Bild von machen. Da gibt es Leute, die hauen bis zu 350 Euro im Monat, einfach so auf den Kopf. Ohne Sinn und Verstand. Das können Sie in Ackermann-Arbeitsminuten gar nicht mehr ausdrücken. Der Ackermann hat 500.000 Euro netto jeden Monat. Der verdient Geld, wo der geht und steht. Der kann gar nichts tun, ohne Geld verdienen. Der bohrt in der Nase, der packt seinen Arsch immer direkt, oh, wieder ein Hunderter. Ne? Ja, wohin damit? Ja, nur jetzt hier. Und Helmut Schmidt hat damals schon gesagt, der Deutsche missbraucht das soziale Netz als Hängematte. Missbrauch muss bekämpft werden, das haben wir gelernt. Asylrecht wurde missbraucht, mussten wir abschaffen. Sozialleistungen werden missbraucht, müssen wir die abschaffen. Ich höre sehr viel von Kindsmissbrauch in letzter Zeit. Geben Sie der SPD noch 2-3 Jahre. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und die untere Landschaftsbehörde Düsseldorf hat auch im letzten Winter darauf hingewiesen, dass das zu üppige Füttern von Vögeln im Winter für die Tiere als Ganzes auf Dauer eher schädlich ist, als dass es ihnen nützt. Sie meinen das gut mit dem Füttern, ich weiß. Aber sie peppeln die Tiere mit durch den Winter, die gar nicht widerstandsfähig genug sind. Und so schmälern sie, sagt die untere Landschaftsbehörde Düsseldorf, die natürliche und notwendige Auslese unter diesen Tieren. Leben für alle funktioniert nicht. Dafür ist der Planet einfach zu klein. Wenn ich die Neoliberalen richtig verstehe, ist es so, wenn wir den Standort Deutschland jetzt noch retten wollen, da können wir nicht mehr länger jeden Dödel hier mit durchfüttern, der dem Leistungsdruck und den Erwartungen nicht gewachsen ist. Die Konkurrenz in Asien schläft auch nicht. Ist auch nicht neu, ne? Die haben nur ein neues Fremdwort, Globalisierung. Früher war es der Druck aus Asien. Können Sie sich erinnern? Gehen Sie in die Bücherei. Alte Zeitungen lesen. Wenn Sie einen richtig lustigen Nachmittag machen wollen, lesen Sie die Prognosen der Wirtschaftsexperten von vor 15, 20 Jahren. Vielleicht erinnern Sie sich auch so. Damals war der Japaner unser Vorbild. Wissen Sie noch? Der Japaner hieß es, das ist eine dynamische Wirtschaft, guckt euch das an. Die werden die ganze Welt aufkaufen, wenn die in dem Tempo weitermachen. Wir müssen werden wie die Japaner. Wir müssen leben wie die Japaner, arbeiten wie die Japaner, wirtschaften wie die Japaner, Managementmethoden, alles wie die Japaner. Ein Glück, dass wir das nicht gemacht haben. Gucken Sie mal an, wie die am Rumjapsen sind seit 10 Jahren. Das japanische Wirtschaftswunder war eine reine Spekulationsblase. Kapitalismus pur. Die haben Immobilien von befreundeten Gutachtern, also von bezahlten oder sagen wir gekauften Gutachtern, überbewerten lassen. Auf diesen überbewerteten Immobilien haben die Kredite aufgenommen. Mit dem Geld haben die nächste Immobilie gekauft, die haben die wieder überbewerten lassen und darauf haben die wieder neue Kredite aufgenommen. Damit haben die nächste Immobilie gekauft, die haben die wieder überbewerten lassen und so weiter. Und mit diesem Geld, das nie einen Gegenwert hatte, haben die ganze Konjunktur angekurbelt. Und am Schluss musste einer sein Haus verkaufen. Seitdem ist Japan pleite. Alle japanischen Banken sind mehr oder weniger Konkurs. Japan hat eine doppelt so hohe Pro-Kopf-Verschuldung wie Deutschland. Japan ist pleiterer, als die DDR jemals war. Wirtschaftsexperten, was Blöderes finden Sie in keinem Tierpark? Menschen, die hochrechnen, wie die Welt in 30 Jahren aussieht, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist. Ja, wollen Sie wirklich wissen, wie lang Ihre Fußnägel werden, wenn Sie die nie wieder schneiden? Was rechnen die hier rum? Die rechnen im Ministerium aus, wie hoch der Rentenbeitragssatz im Jahr 2050 sein wird. Entschuldigen Sie bitte mal, können die nichts Sinnvolles tun? Es gibt so viele Bettpfannen, Altersheime zu versorgen. Ja, was rechnen die denn da? Können Sie in die Zukunft gucken?
Wissen Sie, was in 45 Jahren ist? Wissen Sie, was in 20 Jahren ist? 15 Jahre ist vielleicht ein überschaubarer Zeitraum, oder? 15 Jahre, denken Sie mal 15 Jahre zurück. Hätte ich Ihnen 1989 gesagt, im Jahr 2004 tritt Rumänien der NATO bei und schlägt Deutschland im Fußball mit der Reservemannschaft 4-1. Hätte ich Ihnen weiter gesagt, im selben Jahr tritt Ungarn der Europäischen Union bei und schlägt Deutschland unter Nationaltrainer Lothar Matthäus mit der zweiten Reservemannschaft 2-0. Und hätte ich Ihnen dann auch gesagt, im selben Jahr tritt Lettland. Spätestens da hätten die Ersten gesagt, was ist das denn jetzt nur wieder? Eine neue Knabbermischung von Balsen oder was? Hätte ich gesagt, Lettland tritt auch der EU bei und Deutschland trotzt Lettland bei der EM 2004 ein umjubeltes 0-0 ab. Hätte ich Ihnen das 1989 erzählt, Sie hätten die Jungs mit dem Jäckchen kommen lassen. Seien Sie doch ehrlich. Wer kann in die Zukunft gucken? Wer weiß, was in 15 Jahren ist? Vielleicht haben wir bis dahin eine Regierung gewählt, die den Amerikanern nicht in den Kram passt. Mit noch mehr Pech findet die PDS mitten in Berlin Öl. Dann sehen Sie aber all das. Da wird hier erstmal alles plattgebombt. Da haben Sie keine Sorgen mehr mit der Rente. Das sage ich Ihnen. Fragen Sie mal die Iraker. Deren größte Sorge ist der Rentenbeitragssatz im Jahr 2050. Ja, können Sie das ausschließen? Nein, dann müssen Sie sagen nein. Das ist die beliebteste Frage von Journalisten. Herr Minister, können Sie das ausschließen? Dann muss der Minister sagen, nein, ausschließen kann ich das nicht. Wahrscheinlicher ist, dass wir das Endspiel der WM 2006 11-0 gewinnen, aber ausschließen kann ich das nicht. Und dann steht am nächsten Tag in Ihrer Zeitung, der Minister schließt die Bombardierung Berlins nicht aus. So arbeiten die Medien. Wir machen uns abhängig von Statistikern, von diesen Leuten, die alles hochrechnen. Ein Statistiker, der beobachtet sie 2 Stunden. Da sieht er, oh, die Frau isst einen Teller Suppe. Da geht er hin, der rechnet er aus, wie viel Suppe sie im ganzen Leben noch essen werden. Dass sie, wenn der weggegangen ist, sagen, bäh, Suppe esse ich nie wieder. Das kriegt er nicht mal mit, der Statistiker. Das wäre ja noch nicht schlimm. Nur meine depperte Regierung hat dann schon mal die ganze Suppe bestellt, die sie hinterher auslöffeln soll. Und dazu müssen Sie sich dann noch die Sprüche anhören, wir leben über unsere Verhältnisse. Das will der Sozialhilfeempfänger einfach nicht begreifen, dass der über seine Verhältnisse lebt. Das muss der Franz Müntefering dem jetzt endlich erklären. Franz Müntefering, der Insolvenzverwalter der SPD, der muss dem Sozialhilfeempfänger erklären, dass der über seine Verhältnisse lebt. Dem Ackermann brauchen Sie das nicht zu erklären. Der Ackermann lebt nicht über seine Verhältnisse. Der hat das versucht, aber es geht nicht. Der Ackermann lebt über unsere Verhältnisse. Und das ist der Punkt, wo die Neoliberalen recht haben, meine Damen und Herren, in meinen Augen. Es gibt Schmarotzer in diesem Land. Es gibt Parasiten, die wir hier mit durchfüttern, die nur andere Leute Geld verbraten. Ich sage Ihnen auch, wer das in meinen Augen ist. Diese Investmentbanker zum Beispiel. Andere Leute Geld Gassi führen. Die Fusionsbanker im Speziellen. 97% aller Fusionen von Großfirmen sind für die beteiligten Firmen im Nachhinein eher von Nachteil als von Vorteil gewesen. Die Firmen waren hinterher immer alle weniger wert als vorher. Die einzigen, die eine Fusion bis heute verdient haben, sind die Banker, die die Fusion organisieren. Denn die Banker, die werden nicht nach dem Erfolg der Fusion bezahlt. Gott bewahre. Die Banker kriegen ihre Provision nach dem Volumen der Fusion zum Zeitpunkt der Fusion. Nach Erfolg bezahlte Banker, sind sie des Wahnsinns? Da können Sie auch anfangen, Unternehmensberater nach Erfolg zu bezahlen. Dann wäre aber die Hölle los in Deutschland, sage ich Ihnen. Verglichen damit wären die Montagsdemos ein laues Lüftchen. Die bringen mehr auf die Straße. Das ist die am schnellsten wachsende Gruppe in Deutschland, Unternehmensberater. Ja, arbeiten tut doch hier kaum noch einer. Aber beraten wird hier rund um die Uhr. Wir sind die Weltmeister im Beraten. Allein in Düsseldorf leben 22.000 Unternehmensberater. Die haben die ganze Stadt unterwandert. Die leben da in der Kanalisation.
Kennen Sie doch, Unternehmensberater. Eunuchen, Sie wissen, wie man es macht. Diese Klugscheißer, die in Sekundenschnelle ganze Flipcharts vollschmieren können mit Informationen, die sie jedem Mickey-Maus-Häftchen entnehmen können. Die vornehmste Beraterfirma Deutschlands ist die Firma McKinsey. Die Firma McKinsey hat eine Marktforschungsanalyse durchgeführt im letzten Jahr. Das ist wirklich wahr. Die haben versucht herauszufinden, warum Lidl und Aldi so erfolgreich sind. Ja, die stellen sich ja echt eine Herausforderung, ne? Gut, man hätte jetzt auch Sie fragen können, aber das wäre ja nicht wissenschaftlich gewesen. Nein, da werden Interviewbögen entwickelt, die Interviews werden geführt, die werden ausgewertet, da werden Excel-Tabellen erstellt, die werden kreuz und quer und gegengerechnet und die haben ein Ergebnis gehabt. Nach einem halben Jahr, immer für Pressekonferenzen, haben sie das Ergebnis bekannt gegeben. Sie werden es nicht glauben. Es liegt am Preis. Als ich den Artikel gelesen hatte, wurde mir schlagartig klar, wie die Agentur Roland Berger wohl die Bundesanstalt für Arbeit beraten haben muss. Sie wissen ja, die Bundesanstalt für Arbeit wusste nicht mehr weiter. Wir brauchen externen Sachverstand. Herr Berger, können Sie uns beraten? Warum sind so viele arbeitslos? Wir finden keine Lösung. Ja, wir können Sie beraten. Das kostet 60 Millionen Euro. Ja, das Geld haben wir. Das ist kein Problem. Machen Sie mal. Dann hat er alles untersucht, Herr Berger. Jetzt stelle ich mir das Abschlussgespräch so vor. Herr Berger, haben Sie herausgefunden, woran es liegt? Ja, wir wissen jetzt, woran es liegt. Herr Berger, sagen Sie uns endlich, warum sind so viele Menschen arbeitslos? Es haben so wenig eine Stelle. Also Sie meinen, wir sollen einfach mehr vermitteln? Ja, das wäre unser Vorschlag. Das ist das, was unter dem Strich bei der Beratung rausgekommen ist. Dass mehr Mitarbeiter der Agentur, die jetzt die Agentur heißt, in der Vermittlung tätig sind. Für 60 Millionen Euro. Werden Unternehmensberater Leistung bezahlt? Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, die haben Stundensätze, da träumt der Sozialhilfeempfänger im Monat von. Würden die nach Leistung bezahlt, dann wären wir ein Großteil von Unternehmensberatern schon mal wieder los. Die wären nämlich verhungert. Es gäbe einen schönen Roland-Berger-Friedhof mit einer McKinsey-Ecke. Und dann meine Lieblingsschmarotzer, die Aktienanalysten. Das Widerlichste, was der Planet bis dato hervorgebracht hat. Diese BWL-Schnösel. Mit 25 von der Uni ab in Anzug und Krawatte, dann stehen die auf NTV und salbadern den ganzen Tag gequirlten Quark. Sie müssen sich das mal mit Verstand anhören. Steckt schon ein Wort, Analyst, Anal und Lyse. Gucken Sie sich die Bubis an, die haben die Pickel noch im Gesicht. Die haben in ihrem Leben noch nie was verkauft, die haben noch nie was hergestellt. Aber die können die ganze Welt erklären. Das sind die Mitesser der Gesellschaft, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich an. Dieses Parasitenvolk hat in den letzten 6 Jahren 600 Milliarden Euro an der Börse verbrannt. Natürlich nicht das eigene Geld, das Geld anderer Leute. Denn die Kurse der Unternehmen haben nichts mehr damit zu tun, was die Unternehmen wirklich verdienen. Die Aktienkurse hängen nur noch von den Erwartungen der Analysten ab. Ob die Erwartungen der Analysten übertroffen werden oder nicht. Quartalszahlen spielen eine große Rolle. Hexensabbat gibt es an der Börse. Da verfallen Optionsscheine. Im Geheimen, im Dunkeln. TUI hat gute Quartalszahlen, dann steigen auch die Kurse von Neckermann. Das ist logisch, ne? Das war auf der Schule früher auch so. Wenn ein Blonder die Arbeit 2 hatte, hatten alle anderen Blonden auch die Arbeit 2, ne? Saddam Hussein wird gefangen, da steigen die Kurse um 3%. Haben sie sofort ein neues Auto bestellt, schätze ich mal. In Madrid bringen ein paar Idioten 194 Menschen um, da fallen die Kurse um 3%. Haben sie das Auto wieder abbestellt, schätze ich mal. Und dann stehen die Schnösel im Fernsehen und diskutieren darüber, ob es die ETA oder die Al-Qaida war. Und sagen ernsthaft, wenn es die ETA war, fallen die Kurse nicht so stark, als wenn es die Al-Qaida war. Was hat dieses Gesindel da mit unserem Leben zu tun, meine Damen und Herren? Den haben sie doch alle ins Hirn geschissen. Dieses Schmarotzerpack bringt die ganze jämmerliche Sinnlosigkeit seiner Existenz mit einem Satz auf den Punkt. Die stehen im Fernsehen und sagen, in diesem Aktienkurs steckt sehr viel Fantasie. Früher hat das Gesindel auf der Kirmes im Zelt gesessen mit einer Glaskugel. Und wenn Sie es noch nicht begriffen haben, machen Sie folgendes Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, morgen fallen alle Unternehmensberater, alle Investmentbanker und alle Aktienanalysten tot um.
oder morgen fallen alle Krankenschwestern, alle Polizisten, alle Feuerwehrleute, alle Altenpfleger tot um. Und überlegen Sie kurz, was Sie persönlich vermissen würden. Und jetzt machen Sie sich klar, dass diese degenerierte Gesellschaft, die Leute, auf die wir alle irgendwann im Leben angewiesen sind, so schlecht bezahlt, dass die für ihre Familien kaum noch Wohnungen in deutschen Großstädten sich leisten können. Und dass wir den Leuten, die nur unser Geld auf den Kopf hauen, dem Schmarotzerpack, dem schieben wir die Kohle hinten und vorne in den Arsch und dann hören wir uns von denen noch an, das Land ist gelähmt. Die Eigeninitiative ist tot. Klar, mit so viel Kohle im Arsch kann man sich ja nicht mehr bewegen, das ist ja klar. Am liebsten hätten sie alle, es wäre wie in Asien, der Traum der neoliberalen Asien. Johannes Groß war damals schon mal da, kennen Sie den noch? Johannes Groß, der ist vor ein paar Jahren gestorben. Das war der erste bekannt gewordene neoliberale Wirtschaftsjournalist. Der war früher in jeder Talkshow. Der Groß war früher für Wirtschaft das, was heute Schallatur für den Islam ist. Haben Sie bestimmt mal gesehen, früher so ein Kleiner mit Halbglatz und Brille. So die Größe Gregor Gysi, Norbert Blüm, Berti Vogt. Zu diesem Niveau? Napoleon-Syndrom, sagt man glaube ich. Groß, der hat Kapital und Impulse rausgegeben. Daher kennen Sie ihn vielleicht, diese Zeitungen für den fortgeschrittenen Steuerhinterzieher. Johannes Groß war damals extra in Bangkok, um das Sozialwesen zu studieren. Und da hat er festgestellt, in Bangkok, da kennen die weder Arbeitslosengeld, noch Arbeitslosenhilfe, noch Sozialhilfe oder irgendeinen Schnickschnack. Und jetzt halten Sie sich fest, die kennen keine Arbeitslosen. Ja, keine Registrierten halt. Das sei ein Klima, schrieb Johannes Groß, in dem die Eigeninitiative der Menschen wieder gefördert würde. Die Leute in Bangkok, die täten selber was für ihren Unterhalt. Die starren nicht auf den Staat. Und wie die Eigeninitiative in Bangkok aussieht, das hat der Johannes Groß nur sehr schön beschrieben in seinem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da stand das dann so. In den Tempelbezirken wird im Stehen eine Schnellmassage verabreicht. Andere Dienstleistungen brauchen die Dunkelheit. Und das wegblickende Auge der Polizei. Das alles hat seinen Charme, der unserem griesgrämigen Sozialsystem abgeht. Auf gut Deutsch, wer den Neoliberalen einen bläst, kann aufs Sozialsystem pfeifen. Also hören Sie auf zu jammern, machen Sie sich selbstständig. Bieten Sie Dienstleistungen an. Wenn schon 4,5 Millionen Menschen bei uns auf der Straße stehen, können Sie sich da ja wenigstens nützlich machen. Ja, gründen Sie eine Strich-AG. Ich-AG. Nutzen Sie Ihre Talente. Ich weiß ja nicht, was Sie gut können. Ich habe einen Tipp für Sie. Wir sind ja unter uns. Werden Sie Fernsehzuschauer, hauptberuflich. Fernsehzuschauer, eine der Branchen der Zukunft. Ich habe 1994 in einem Text beschrieben, wie man das Problem der Arbeitslosigkeit mit Hilfe des Privatfernsehens in den Griff kriegen könnte. Den Text spiele ich Ihnen jetzt nochmal vor. Da gibt es zwei Organisationen im Text, die Bundesanstalt für Arbeit und RTL. Und die Chefs damals hießen Bernhard Jagoda und Helmut Thoma. Die Namen sind auch gut vertraut, habe ich stehen lassen. Und die Zahlen, die jetzt kommen, das ist das wirklich Schöne an dem Text. Die Zahlen sind die Originalzahlen aus dem Text, wie ich ihn 1994 geschrieben habe. Frau Schulte, ja, machen Sie doch jetzt bitte nochmal eine Verbindung mit RTL. Wir probieren das nochmal. Ja, danke. Hallo, bin ich mit RTL verbunden? Ah, Sie sind das wieder. Ja, ich glaube, wir hatten am Morgen schon mehr für das Vergnügen. Vielleicht erinnern Sie sich ja auch. Jagoda, mein Name. Bernhard Jagoda, Bundesanstalt für Arbeit. Ich wollte den Thomas persönlich sprechen und heute Morgen meinten Sie nach langem Hin und Her, jetzt wäre eine gute Uhrzeit, um es zu versuchen. Jagoda. Bernhard Jagoda. Bundesanstalt für Arbeit. Arbeit. Soweit waren wir heute Morgen auch schon mehrfach, ja? Ich möchte den Thomas persönlich sprechen. Ich nehme inzwischen aber einen unpersönlichen, wenn Sie einen da haben. Ich wäre schon zufrieden, wenn Sie mich irgendwie mit jemand anders verbinden könnten als mit sich selber. Ich bleib dran. Ja, was soll ich sonst tun?
Das glaubst du doch nicht, ey. Kann man wirklich noch blöder sein als ein eigenes Programm? Mein Gott. Hallo? Wen habe ich hier jetzt in der Leitung? Herr Thoma, Sie sind das selber? Mein Gott, mein Glückster, oder? Sie sind schwerer zu erreichen als der Papst. Aber Sie erreichen mehr. Der ist auch nicht schlecht, ja. Was? Entschuldigung, Jagoda mein Name. Bernhard Jagoda. Bundesanstalt für Arbeit. Ich weiß nicht, ob Sie mich kennen. Ich trete einmal im Monat mit meinen Statistiken in Ihren Nachrichtensendungen auf. Jetzt haben wir es. Die Statistiken, von deren Steigerungsraten Sie mit Ihren Zuschauerzahlen derzeit nur träumen können. Und ich glaube, wir haben eine interessante Idee. Ich habe das doch richtig verstanden. Sie können doch pro Werbesekunde umso mehr Geld von der Industrie verlangen, je mehr Zuschauer zu diesem Zeitpunkt garantierterweise Ihren Sender eingeschaltet haben. Ja, und es ist Ihnen im Prinzip doch, wenn ich das als Laie richtig beurteile, zunehmend völlig egal, was Sie da so wegsenden, solange die Industrie durch Sie die Zielgruppe erreicht. Das würden Sie positiver formulieren, da habe ich Verständnis für. Ja, ja. Da geht es ja gar nicht drum. Nein, nein, regen Sie sich wieder ab. Unsere Idee ist folgende. Könnte sich das für Ihren Sender nicht rechnen, Zuschauer direkt zu engagieren? Ich meine, fest einzustellen. Da haben Sie die Quote garantiert und damit auch die Werbeeinnahmen. Im Augenblick wird alles nur geschätzt von dieser GfK. Nein, nein, statt dass Sie für teures Geld billige Filme produzieren. Oder die Rechte an Sportereignissen kaufen, wo kein Schwein weiß, ob das Wetter und die Deutschen lange genug mitspielen. Da könnte ich Ihnen für eine entsprechende Summe Arbeitslose als Zuschauer zur Verfügung stellen. Also ich kann Ihnen derzeit 3,6 Millionen Arbeitslose als Grundquote anbieten. Ja, wir können dann auch so eine stille Reserve aktivieren. Also 1,5 bis 2 Millionen stecke nochmal drin. Ja, ja. Und wenn die optimistischen Prognosen mit der Rationalisierung zutreffen, können wir Ende nächsten Jahres nochmal 500.000 draufpacken. Wenn alles gut geht, das versteht sich. Ja, ja. Nein, 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 diese Leute werden dann dauerhaft arbeitslos sein. Das kann ich Ihnen schriftlich geben. Nee, die wissen das noch nicht, aber wir. Die werden in der Produktion nie wieder benötigt, Herr Thoma. Die braucht Deutschland nur noch beim Konsum. Da kommen Sie da ins Spiel. Ja, viele unserer Kunden sind auch Schichtdienst gewohnt. Eine Auslastung um die Uhr kriegen wir hin, das ist kein Problem. Ja, ja, die Kontrolle, reden Sie nicht drum herum. Die Kontrolle ist Ihre Sorge. Wir haben eine simple Idee. Wir haben die Ämter überall vor Ort. Zu vermitteln ist ja im Prinzip nichts mehr. Warum sollen die Arbeitslosen nicht in den Ämtern unter Aufsicht die vereinbarten Sendungen ansehen? Da haben Sie die Quote amtlich. Klar, wir können die Leute verpflichten, sich jeden Mist anzusehen, sicher. Sonst hätte ich Sie ja gar nicht ansprechen können, Herr Thoma. Wiederholungen sind kein Problem. Sie können wiederholen, so viel Sie wollen. Ja, von mir aus können Sie auch jeden Tag dasselbe senden. Also, wenn Sie fürs Zugucken zahlen, ist mir doch egal, was Sie senden. Herr Thoma, ich bitte Sie. Begreifen Sie denn nicht, ob die Leute jetzt stundenlang am Fließband stehen und stundenlang 7 Tage, 6 Köpfe, 2 Hirne gucken müssen? Testbild. Sie wollen nur noch Testbild sehen. Unterbrochen von Werbeeinblendung. Ja, ja, ist klar. Ja. Nein, ich denke nur gerade nach. Die Idee hat einen gewissen Charme. Ja, ja. Die Mitarbeiter, die Sie bei der Produktion von Sendungen einsparen, die übernehmen wir und bieten ihnen die als Zuschauer wieder an. Aber warum wollen Sie da auf halbem Weg stehen bleiben? Wie viel Werbung senden Sie pro Stunde? 15 Minuten? Ja, warum wollen Sie das Testbild dann noch zwischenzeigen? Herr Thoma, wir können 8 Stunden Fernsehen auf 2 Stunden Werbung konzentrieren. Die Leute gucken unter Aufsicht in den Ämtern, konzentriert 2x1 Stunde Werbung. Füllen dann Fragebogen aus, ob sie aufgepasst haben. Kriegen über richtigen Antworten die Stütze, haben den Rest des Tages Zeit zum Einkaufen.
Danke, danke. So kreativ sind wir im Amt, da können Sie mal sehen. Nein, über Geld haben wir hier noch gar nicht nachgedacht. Nein, nein, das war doch erstmal nur eine Idee. Wenn Sie ernsthaft Interesse haben, machen Sie ein Angebot. Sie kennen sich in der Branche am besten aus, Herr Toba. Machen Sie uns ein seriöses Angebot, wenn Sie das können, und dann werden wir uns wieder melden. Ja, natürlich werden wir die anderen Sender auch ansprechen. Freie Marktwirtschaft, schon mal gehört? Ich kann doch so einen Riesenauftrag nicht ohne Ausschreibung rausgeben. Herr Thoma, ich kann doch jetzt hier keine Zusagen machen. Sie kleiner Schelm, Sie. Wie viel? Vergessen Sie es, wir sind hier nicht bei der Kölner SPD. Herr Thoma, bevor Sie weiter meine Zeit stehlen, nee, jetzt hören Sie mal zu. Ihre Idee mit dem Testbille so klasse, im Prinzip brauchen Sie und Ihren Sender gar nicht mehr. Die Werbespots, die kann ich in den Ämtern noch selber vorführen lassen. Wir werden die Industrie direkt ansprechen. Das war ein sehr anregendes Gespräch. Wieder, Herr Thoma. Die meisten Deutschen haben inzwischen ja begriffen, dass wir jetzt alle Abstriche machen müssen. Einige in Deutschland leben von Abstrichen ja auch gar nicht so schlecht. Ja, im Gesundheitswesen ist das alles anders. Der gesunde Menschenverstand sagt doch, ich muss ja was einnehmen, damit ich ja was ausgeben kann. Der kranke Menschenverstand sagt, ich muss ja was ausgeben, damit ich ja was einnehmen kann. Der Patient gibt Geld aus, nimmt Medikamente ein und die Pharmaindustrie gibt Medikamente aus und nimmt Geld ein. Langfristig, hat sich herausgestellt, scheint das Einnehmen von Geld gesünder zu sein. Probieren Sie es mal. Lassen Sie sich bei der nächsten kleinen Depression einfach mal 500 Euro in bar verschreiben. Ja, es geht ja jetzt schon besser, Sie müssen das sehen, eine Spontanheilung. Ne? Ein Gesundheitswesen kann nicht alles leisten. Unseres hält die Pharmaindustrie gesund. Viele zittern vor der nächsten Stufe der Gesundheitsreform. Es trifft ja nicht die Ärzte allein. Auf jeden verhungerten Arzt. Und dieser Text, den ich gerade spiele, ist auch über 13 Jahre alt, meine Damen und Herren. So lange verhungern die schon in unseren Zeitungen. Das ist auch ein zähes Pack, kann ich Ihnen sagen. Auf jeden verhungerten Arzt kommt immer noch ein arbeitsloser Pharmareferent und zwei ruinierte Immobilienmakler. Das Schicksal der Zahnärzte rührt die Nation inzwischen zu Tränen. Das sind die ärmsten Schweine überhaupt. Zahnärzte, mühsam ernähren die sich von den Speiseresten, die wir zwischen den Zähnen zurücklassen. Dabei würden wir bei Einsparungen in dem Bereich ja gleich doppelt sparen. Da hat die CDU ja völlig recht. Die CDU hat ja im Gesundheitskompromiss vom letzten Herbst durchgesetzt, dass der Zahnersatz aus den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung herausgenommen werden soll. Aber der Plan war, ab 2005 sollen sie Zahnersatz und Krankengeld separat versichern. Das ist jetzt aufgeschoben, haben sie heute gesagt. Ja, also es wird vielleicht erst übernächstes Jahr kommen, aber es wird kommen. Sie müssen das separat versichern. Das ist günstiger, wenn Sie das ohne Ihren Arbeitgeber separat versichern, den Zahnersatz. Ja, das ist günstig. Ja, nicht für Sie. Dummerle. Ja, das müssen Sie sich wirklich mal aufschreiben. Wenn Merkel oder Schröder sagen, es ist gut für Deutschland, sind nie Sie persönlich gemeint. Aber die Merkel hat es doch erklärt vor einem Jahr. Auf der Pressekonferenz nach der Einigung im Gesundheitskompromiss, da hat sie gesagt, sie habe ausrechnen lassen, ich vermute von einem dreijährigen Unternehmensberater. Sie habe ausrechnen lassen, für 7,50 Euro im Monat kann man sich den Zahnersatz separat versichern lassen. Wenn das stimmt, habe ich damals gesagt, und die Merkel lügt mich ja nicht an. Warum haben die das nicht sofort gemacht? Warum sind nicht damals sofort alle Kassen hingegangen, haben für jeden von uns für 7,50 Euro im Monat eine Zahnersatzversicherung bei Frau Merkel abgeschlossen? Aber so blöd ist nicht mal die Merkel. Natürlich wird das teurer, ne? Jetzt 3 Monate vor der Einführung haben sie gemerkt, oh, da kommen noch 3 Euro Verwaltungsgebühr oben drauf. Und 7,50 Euro, glauben Sie an den Weihnachtsmann? Ja, vielleicht die ersten 6 Wochen als Schnupperangebot. Nach spätestens einem Jahr ist die Kasse wieder pleite, dann werden die Beiträge erhöht. Aber dafür sinkt der Beitragssatz für die Krankenkasse. Das hatten Sie versprochen im Oktober. Ulla Schmidt hat letzten Oktober gesagt, ab Januar sinken die Beiträge. Wir machen ja viele Zumutungen, hat die Ulla Schmidt gesagt. Sie müssen die Praxisgebühr bezahlen. Sie müssen höhere Zuzahlungen für die Medikamente leisten. Sie müssen bei den Betriebsräten den vollen Satz zahlen. Und
den Zahnersatz separat versichern, aber dafür sinkt der Beitragssatz um 1% ab Januar. Im Januar sagte Ulla Schmidt, also er sinkt nicht sofort. Auch nicht unmittelbar oder eigentlich. Aber sie war ganz stolz, er steigt nicht, hat sie gesagt. Das ist Rot-Grün. Da säuft einer ab und die sagen, nee, Rettungskonzepte haben wir nicht, aber wir schütten nicht noch mehr Wasser drauf. Aber jetzt tun wir mal so, als wenn der Beitragssatz wirklich noch mal sinken würde. Wahrscheinlicher ist, dass wir das Endspiel der WM 2006 16-0 gewinnen. Aber tun wir so, als wenn der Beitragssatz um 0,4% sinken würde. Da sparen Sie 0,4% von Ihrem Bruttolohn. Das ist der, Entschuldigung, ich habe mich hinreißen lassen. Sie sparen nur 0,2% von Ihrem Bruttolohn. Die anderen 0,2% spart ja Ihr Arbeitgeber. Also Sie sparen 0,2% von Ihrem Bruttolohn und Ihr Arbeitgeber spart 0,2% von den Bruttolöhnen aller seiner Mitarbeiter. Und davon kann der seine Zähne separat versichern lassen. Die Ulla Schmidt glaubt, er stellt davon neue Leute ein. Das ist aber auch ein joldisch Mätsche, sag ich Ihnen. Ob Sie von 0,2% Ihres Bruttolohnes Ihre Zähne versichern lassen können, hängt so ein bisschen davon ab, was Sie so verdienen. Als Arzthelferin, als Friseuse, als Verkäuferin, als Altenpfleger, als Taxifahrer bleibt vielleicht ein Zahnpflege-Kaugummi-Monat über. Und da kommt der Westerwelle und sagt, es muss Schluss sein mit dem Sozialismus im Gesundheitswesen. FDP-Parteitag dieses Frühjahr. Westerwelle hat gesagt, Sozialismus wäre das doch. Gerade im Zahnbereich. Gucken Sie um. Der Mann hat recht. Alle haben hier alle Zähne im Maul. Für lau. Da haben Sie einen Anspruch drauf. Wie kommen Sie dazu? Das ist doch Sozialismus sowas, oder? Oder haben Sie auch einen Anspruch auf eine Fünfzimmerwohnung? Nee, wie kommen Sie dann auf einen Anspruch auf ein komplettes Esszimmer? Können Sie mir das mal erklären? Der Westerwelle sagt, wer im Apartment lebt, kommt nur mit zwei Eckzähnen klar. Was soll das jetzt? Der Westerwelle will mehr Eigenverantwortung in den Gesundheitsbereich bringen. Die Leute sollen wieder selber entscheiden, was ist mir, wie viel wert im Leben? Wofür bin ich bereit, was auszugeben? Da können Sie frei entscheiden. Jedes Jahr fahre ich dieses Jahr mal wieder in Urlaub oder lasse ich mir die Zähne machen. Sie können auch zum Ballermann fahren, da ist alles mit Strohhalm. Da brauchen Sie nicht mehr. Vielleicht treffen Sie da eines Tages sogar mal den Westerwelle, weil ihm doch noch mal einer die Fresse poliert hat. Langfristig bei den indirekten Kosten sparen wir noch mehr. Wenn Sie im Alter nicht mehr alle Zähne im Maul haben, können Sie nicht mehr alles beißen. Wenn Sie ab einem bestimmten Alter nur noch Pappbrei zu sich nehmen können, wie das von der Natur ja offenbar auch mal vorgesehen war. Ja, Ihr Herrgott wird sich da was bei gedacht haben. Die Beine fallen Ihnen ja auch mit 60 nicht aus. Wenn Sie ab einem bestimmten Alter nur noch pappbreit zu sich nehmen können, kommen Sie mit sehr viel weniger Rente zurecht. Und die schlechtere Ernährung durch die kleinere Rente wirkt sich positiv auf die Länge der Rentenzahlungen aus. Vergessen Sie nie, man sagt, im Jahr 2030 oder 35 kommen auf einen Leistungsträger zwei Gebissträger. Auf welcher Seite werden Sie dann kauen? Das geht doch hier alles in die falsche Richtung. Was tun wir denn in diesem Land? Wir animieren Menschen zum Zähneputzen und wollen das Rauchen verbieten. Das ist volkswirtschaftlicher Schwachsinn. Sie hat schon begriffen, ne? Wir müssen Zahnbürsten verbieten und die Menschen zum Rauchen zwingen. Zweimal täglich eine Packung, unter Aufsicht. Am besten gleich im Arbeitsamt. Der Konsum von Alkohol... Obwohl, machen Sie mal... Zahnbürsten verbieten, das ist kontraproduktiv, oder? Da putzen die Kinder heimlich. Nee, vergessen Sie das wieder. Nee. Wenn Sie es verbieten, wird's cool. Da kriegen Sie eine Zahnputzszene hinterm Hauptbahnhof. Da will ja noch keiner. Ne? Wo hast du die Bürste her? Von meinem Dealer.
Aber der Konsum von Alkohol, von Tabak, von Süßigkeiten, der muss gesteigert werden mit allen Mitteln. Das schafft den Boom in der Industrie, das schafft doch Arbeitsplätze, Arbeitsplätze, alles, was doch zählt, sind Arbeitsplätze. Ich schlage diesen Unsinn seit über 10 Jahren satirisch vor. Und jetzt machen die das. Zumindest denken sie so. Meine Gesundheitsministerin, Tritratrulla Schmidt. Die schönste Printe, die Aachen je hervorgebracht hat. Eine Frau, bei der ich nie weiß, ist die zuständig oder ist die ständig zu? Dazu ihr kongenialer Partner auf Oppositionsseite Horst Seehofer, der Erfinder der Hirnpirouette. Horst Seehofer steht im Fernsehen und sagt, ich halte das, was meine Partei beschlossen hat, für absoluten Unsinn. Aber ich setze das jetzt durch, in der Verhandlung mit der Regierung. Aber die Ulla Schmidt hat ihren geistigen Offenbarungseid schon letztes Jahr abgelegt. Es ging um die Erhöhung der Tabaksteuer. Sie erinnern sich, ursprünglich sollte Rauchen um 1 Euro pro Päckchen teurer werden, ab Januar 2004. Plötzlich hieß es, ja, nee, wir machen das in kleinen Schritten. Wir machen eine schrittweise Erhöhung jeweils um 33 Cent, ne, damit die Leute sich auch dreimal über die Regierung aufregen können wegen der Steuererhöhung. Das sind Strategen bei Rot-Grün. Jetzt wurde die Ulla Schmidt aber auch noch interviewt im Fernsehen. Frau Schmidt, warum machen Sie die Steuererhöhung in kleinen Schritten? Rauchen ist ungesund und das Geld wird gebraucht. Warum nicht 1 Euro pro Päckchen mehr ab Januar 2004 wie geplant? Und da hat die Schmidt zur Begründung für die schrittweise Erhöhung wörtlich im Fernsehen gesagt, wir wollen das Ausweichverhalten der Raucher vermeiden. Um es mit Alfred Tetzlaff zu sagen, Sie haben die dusselige Kuh richtig verstanden. Die CSU hat es dann offen ausgesprochen auf der Pressekonferenz wenig später. Sie hat gesagt, wenn wir die Tabaksteuer zu sehr erhöhen, verlieren wir Arbeitsplätze in der Zigarettenindustrie. Was kann uns noch passieren? Wir haben Gesundheitspolitiker, die Angst haben, sie könnten aufhören zu rauchen. Bitte fangen Sie nicht an, gesund zu leben. Das kann Sie unser Land nicht leisten. Von was werde ich hier regiert? Die Faseln von Elite-Universitäten? Unter den Grundschulen können die Kinder nicht mal richtig Deutsch. In was für einer Welt leben die? Der Clement glaubt bis heute, wenn die Läden nur lange genug aufhaben, kaufen die Leute wieder mehr ein. Wir brauchen kein Geld, wir brauchen nur mehr Zeit. Ja, ja. Von was werde ich hier regiert? Braucht man einen Gendefekt, um Politiker zu werden oder was? Ja, über die Sportler schimpfen immer alle, weil die gedopt sind. Ja, die bringen aber wenigstens Leistung. Natürlich sind die Radfahrer alle gedopt bei der Tour de France, aber die kommen auf den Berg auch rauf. Die machen hier auf halber Strecke Rast und überlegen mit der Kommission, wie es weitergehen kann. Von mir sollen die Doping sowieso freigeben, ist doch eh alles Schwachsinn. Die dopen sie eh alle, dann können sie doch freigeben. Mit der Bedingung, dass jeder aufs Trikot draufschreiben muss, was er genommen hat. Da kann man beim Zieleinlauf mal sehen, was funktioniert und was nicht. Vielleicht kann man unsere Politiker dopen, ich weiß es nicht, aber vergessen Sie es gleich wieder. Bevor Sie so einen Mann wie Stolpe dopen können, müssen Sie ihn erstmal reanimieren. Da geht halt ja auch schon. Also. Die Maut. Die Maut. Der Stolpe hat die Maut. Oder die Maut hat die Stolpe, oder? Natürlich hat der Stolpe ein Problem mit der Maut. Der Stolpe ist ein alter Stasi-Mann, das ist ein Erfassungssystem. Trotzdem sagt der IM Toll Collect, die Maut kommt, die Maut kommt. Ob sie über Oberammergau oder ob sie über Unterammergau.
Denn das ist doch das Frustrierendste an der ganzen Situation. Noch unfähiger als die Regierung ist die deutsche Industrie. Wer ist denn zu blöd, sowas herzustellen? Daimler, Chrysler und Telekom, Deutschlands Vorzeigekonzerne, schmeißen ihre unfähigsten Mitarbeiter in eine Firma. Gründen Tollkollekt. Ein System, das in der Schweiz, in Österreich, ja sogar in Italien funktioniert. Das erfinden die nochmal neu. Höher, schöner, größer, nur es tut's nicht. Als letzten Herbst alles zusammenbrach, haben die Italiener technische Hilfe angeboten. Haben sie das? Jetzt wacht ihr auf den ersten Mercedes mit Fiat-Motor. Na, Autos bauen können sie doch auch nicht mehr. Eine Rückrufaktion nach der anderen. Mercedes hat gerade die ganze E-Klasse in die Werkstätten zurückgerufen. Die Bremsen der E-Klasse. Wie sagte die Pressesprecherin so schön, es könne Situationen geben, in denen die Bremsen nicht so reagieren, wie erwartet. Da haben sich die 20 Semester Lyrikstudium mal gelohnt. Das Einzige, was am deutschen Mautsystem bis heute funktioniert, die Brücken, die überall auf der Autobahn gestellt haben, die fallen nicht um. Schon die Onboard-Units, als sie letztes Jahr die Onboard-Units in die LKWs eingebaut haben, war direkt 50% kaputt, schon nach Einbau. Da hat der Sprecher vom Konsortium letzten August gesagt, der Wirkbetrieb kann noch nicht aufgenommen werden. Der Wirkbetrieb. Wo lernen die sowas? Es tut's nicht. Dann hieß es zwischendurch in höchster Not, jetzt soll Siemens mit ins Boot geholt werden. Hätten sie das Boot gleich versenken können, ich bitte Sie. Ja, kennst du den Spruch nicht, muss es funktionieren oder darf es was von Siemens sein? Siemens hat gerade gestern wieder die komplette neue Generation der Handys vom Markt zurückgenommen. Die haben die alle zurückgerufen. Da können sie Hörschäden von kriegen. Ja, bis jetzt nur Hörschäden. Am Fußpilz arbeiten sie noch. Ich kann jetzt auch eine halbe Stunde über Siemens-Produkte lästern, aber ich verrate Ihnen nur stellvertretend, wie die Firma Siemens, also wie die Mitarbeiter von Siemens, die Siemensianer, so nennen sie sich, ja, das ist eine Sekte, ne? Das ist der letzte volkseigene Betrieb Deutschlands. Mehr Subventionen als Steuergelder, die bezahlen dann hinterher. Wie die Firma Siemens firmenintern solche Produkte nennen, von denen die schon vorher wissen, dass die bei Auslieferung noch nicht funktionieren wird. Das hat mir ein Siemens-Ingenieur mal verraten an einer Hotelbar. Das ist wirklich passiert. Man trifft ja schon mal so wildfremde Leute an der Bar, so, man kommt ins Gespräch und irgendwann stellt sich raus, er war bei Siemens. Da habe ich so richtig abgelästert. Aber er hatte auch Humor, er konnte einiges wegstecken und nach ein paar Bier wurde auch lockerer und ging so hin und her und auf einmal meinte er, ja, sagte, wir wissen ja auch, dass vieles erstmal gar nicht funktioniert, ich will es ja gar nicht abstrahlen, sagte er, die Entwicklungszeiten sind viel zu kurz, sie setzen eine Deadline, weil wir fertig sein müssen und wir wissen, das können wir gar nicht schaffen, dann muss das Zeug auf den Markt. Wissen Sie, wie wir das firmenintern nennen, sagte er, wissen Sie, wie wir das firmenintern nennen, weil wir wissen, dass ein Produkt bei Auslieferung noch nicht fertig ist. Nee, das weiß ich nicht, wie Sie das nennen. Das nennen wir Bananenversion. Ich sage, wie nennen Sie das? Bananenversion. Reift beim Kunden. Im Gegensatz zu meiner Regierung, verfault im Amt. Aber dann habe ich an Rudi Völler gedacht. Der hat ja gesagt, wir sollen nicht immer alles negativ sehen, wir sollen Dinge positiv sehen. Und Rudi Völler hat mich schwer beeindruckt mit einem Satz, einen klugen Satz gesagt. Er hat gesagt, es gibt keine sogenannten leichten Gegner mehr. Und das stimmt aus deutscher Sicht. Also sehen wir die Dinge positiv, 50% der Onboard-Units haben wir schon mal funktioniert. Wir hätten ein Festchen aufmachen sollen. Stellen Sie mal vor, 50% der Regierungsmitglieder in Berlin hier würden funktionieren. Die könnten bald den Wirkbetrieb aufnehmen hier in Berlin. Das Schlimme ist, wir haben nicht nur keine Regierung, wir haben auch keine Opposition. Es gibt doch keine Alternative. Was soll sich denn verändern? Wenn, das Einzige, was sich verändert ist, wenn Stoiber, Westerwelle und Merkel drankommen, wie dann die Gesetze gemacht werden, das haben wir bei der Auswahl des Bundespräsidenten gesehen.
Da gibt es Verfolgungsjachten durchs nächtliche Berlin. Geheimtreffen, Nummernschildwechsel mit Blaulicht über Rotlicht, um die Journalisten abzuhängen. Der Demokratie hat nichts mit Transparenz zu tun. Parlament und Bundesversammlung können wir endgültig abschaffen. Die wichtigen Leute passen doch alle bei Westerwelle in eine Wohnung. Notfalls passen die sogar in Westerwelles Badewanne, wenn es drauf ankommt. Das wird das neue deutsche Dreigestirn. Prinz, Bauern, Jungfrau, die werden uns regieren. Ja, und die Jungfrau war gegen Schäuble. Nun ja. Ich gebe es ungern zu, es war das erste Mal im Leben, dass ich der FDP für irgendwas dankbar sein musste. Aber die Merkel hat sofort umgeschaltet. Sie hat gesagt, der Köhler wäre der richtige Präsident. Sie hat gesagt, Horst Köhler sei der richtige Präsident in den Zeiten menschlicher Globalisierung. Ich behaupte nicht, dass die Merkel weiß, was sie so erzählt. Nein. Aber dass sie menschlich globalisiert ist, das glaube ich sofort. Naja. Ihr Körper ist hier, der Rest ist völlig globalisiert, meine Damen. Und der Köhler hat sich sofort revanchiert. Noch vor seiner Wahl hat er ein Buch auf den Markt geschmissen. Darin steht, wenn Merkel dann Kanzlerin ist, soll sie wie Maggie Thatcher agieren. Das ist ja sowieso ein beliebter Wunsch in Deutschland. Wir brauchen eine Maggie Thatcher, die mal so richtig aufräumt. Wissen Sie eigentlich, was Maggie Thatcher aus England gemacht hat? Bevor Sie noch mal davon schwärmen, fahren Sie mal hin. Am besten gleich nach Liverpool, da haben Sie einen richtigen Eindruck. Fragen Sie auf der Straße Leute nach Maggie Thatcher. Nur bevor Sie das tun, kaufen Sie ein paar Schuhe, in denen Sie schnell laufen können. Die Merkel, die will zwei Konzepte gleichzeitig durchbringen. Die Steuerreform von Friedrich Merz und die Kopfpauschale von Roman Herzog. Merz, Steuerreform, super, Sie erinnern sich. Bierdeckel, ich sag nur Bierdeckel. Es wird so einfach, es passt auf einen Kasten Bier als Steuerberater und dann geht das schon los. Ne? Gleichzeitig will der Merz die Steuern nochmal um 25 Milliarden Euro senken. Ja. Und dazu kommt die Kopfpauschale von Roman Herzog. Das Musterbeispiel für Merkels Politik. Merkel hatte eine Kommission eingesetzt, um herauszufinden, wie kann es weitergehen mit dem Gesundheitswesen. Also hat sie Experten einberufen, eine Kommission voller Experten und Roman Herzog. Und die haben dann getagt. Ein halbes, ich glaube sogar ein Dreivierteljahr haben die getagt. Sie haben wieder getroffen, gerechnet, Modelle entwickelt, verworfen. Am Schluss hat der Herzog gesagt, jetzt haben wir ein Modell, wir haben es durchgerechnet, jetzt haben wir was. Bundespressekonferenz. Hat er vorgestellt. Riesenpressekonferenz und Herzog saß und sagte, jetzt haben wir wir machen einen völlig neuen Ansatz. Wir machen eine Kopfpauschale. Jeder zahlt das Gleiche. Ob jung, ob alt, ob Mann, ob Frau, ob viel oder wenig Verdiener. Jeder zahlt 280 Euro pro Kopf im Monat und damit ist das Gesundheitswesen gerettet. Da haben viele sofort gesagt, Moment mal, 280 Euro im Monat, das können aber viele Leute gar nicht bezahlen. Ja, ja, hat der Herzog gesagt, das wissen wir auch. Ein Drittel der Werktätigen kann das aus den eigenen Verdiensten gar nicht bestreiten. Das müssen wir quersubventionieren mit Steuergeldern. Ah ja, sagten die Journalisten. Und was wird das jetzt ungefähr kosten? Das haben wir auch ausrechnen lassen, hat der Herzog gesagt. Das wird 35 Milliarden Euro kosten. 45 Milliarden, rief der Seehofer von hinten. Aber dann meinte der Herzog, das wäre eine Einzelmeinung, der helfe sie allein die Rechnung. Jetzt war aber ein Journalist im Saal, der hatte nur überhaupt keinen Plan. Der muss völlig neu gewesen sein. Wissen Sie, was der gefragt hat? Herr Herzog, wo soll das Geld denn herkommen, die 35 Milliarden? Und da ging es ja an dem Tag überhaupt nicht drum. Ne? Ja, Sie lachen, aber das ist genau die Antwort, die unser hirnamputierter Ex-Bundespräsident diesem Journalisten gegeben hat. Der hat gesagt, das wäre nicht seine Aufgabe gewesen, das herauszufinden. Also mach eine Kopfpauschale. Die kostet 35 Milliarden Steuergelder mehr im Jahr und eine Steuerreform von Merz, die bringt 25 Milliarden Euro weniger Einnahmen. Das will die Merkel kombinieren. Klar, das ist ja eine Physikerin. Minus mal Minus gibt Plus. Ne? Die Merkel ist keine Physikerin, das ist ein Knallgasexperiment auf zwei Beinen. Denn die Geschichte geht ja weiter. Vier Wochen später hatte Merkel gemerkt, oh, 280 Euro ist doch ein bisschen arg viel, die Leute sind schon am Meckern. Ne? Hat sie noch mal kurz nachgerechnet, hat sie gesagt, es geht auch für 260 Euro. Auf dem Parteitag der CDU ging es schon für 260 Euro. Ne? Der Herzog rechnet mit seiner Kommission ein Dreivierteljahr rum und die Merkel macht noch einmal so, schon wird es billiger. Inzwischen hat sie noch mal so gemacht, jetzt sind es schon 180 Euro. Zwischendurch sagen sie, es geht vielleicht auch für 160 Euro. Warten Sie mal, vor der nächsten Wahl macht die Merkel noch mal so. Da kriegen Sie noch was raus, wenn Sie zum Arzt müssen.
Diese Opposition hat überhaupt kein Konzept. Das Einzige, was die Opposition seit der letzten Wahl auf die Beine gestellt hat, die haben im Lügenuntersuchungsausschuss versucht herauszufinden, ob Schröder und Eichel uns belogen haben. Das ist natürlich auch eine richtige Leistung. Brauchen Sie da einen Untersuchungsausschuss für? Natürlich haben der Schröder und der Eichel gelogen. Es war Wahlkampf. Frau Merkel, deshalb darf man die erst ab 18 Jahre wählen. Damit man nicht wie eine Dreijährige alles glaubt, was einem der Onkel aus Amerika erzählt. Die Wahrheit, ich bitte Sie, wenn ich das schon höre. Wenn Sie vom Friseur kommen, mich fragen, wie sehe ich aus, da wollen Sie doch nicht die Wahrheit hören. Sag mir die Wahrheit, auf den Scheiß ist jeder Mann einmal im Leben reingefallen. Ihrer sogar zweimal, so wie Sie am Grinsen sind, wa? CDU und CSU, die Erfinder des Wahlbetrugs, beschweren sich, dass sie erfolgreich kopiert worden sind. Darf ich Sie mal kurz an die Bundestagswahl 1990 erinnern? Die Einheitswahl. Oskar Lafontaine hat die Wahl verloren. Weiß noch einer warum? Er hat die Wahrheit gesagt, ganz genau. Oskar Lafontaine hat damals im Wahlkampf die Wahrheit gesagt. Ein einmaliges Experiment in deutschen Wahlkämpfen. Der Absturz für die SPD war das. Oskar hat gesagt, das wird teuer mit der Einheit. Vielleicht erinnern Sie sich. Er hat gesagt, wenn wir wirklich in einem Land mit gleichen Lebensbedingungen leben wollen, dann wird der Westen was abgeben müssen. Denn der Osten wird über Jahre, vielleicht über Jahrzehnte, hat der Oskar damals gesagt, hohe Subventionen brauchen. Können Sie alles nachlesen. Oskar ist ein Charakterschwein. Aber inhaltlich hat er fast immer richtig gelegen. Das macht bei Merkel ja genau umgekehrt sein. Oskar hat gesagt, der Westen wird etwas abgeben müssen, wir müssen die Steuern erhöhen. Das wollte doch hier keiner hören. Was abgeben? Was Blöderes können Sie dem Deutschen überhaupt nicht vorschlagen. Was die Deutschen hören wollten, das hat der Kohl denen erzählt. Hier muss überhaupt keiner was abgeben. Der Lafontaine hat doch keine Ahnung. Der spinnt doch rum. Das sind doch Deutsche wie wir. Das zahlt sich da alles von selber. Wir räumen das Unkraut da so ein bisschen beiseite, dann blüht das da alles auf. Und dann der Kernsatz aus Kohls Lügenwahlkampf 1990. Die Steuern werden auf gar keinen Fall erhöht. Haben Sie den Satz noch im Ohr? Auf gar keinen Fall. Hat der Schröder sowas schon mal gesagt? Nein, der Schröder hat gesagt, ich halte Steuererhöhungen nicht für sinnvoll. Ja, das sagen Sie vor jedem Besäufnis auch. Der Kohl hat gesagt, auf gar keinen Fall. 260 Kilogramm Lüge auf zwei Beinen, die frei rumlaufen. Und drei Monate nach der Wahl mussten die Steuern erhöht werden, natürlich. Es gab noch ein Haushaltsloch. Erinnern Sie sich? Theo Weigel entdeckte damals drei Monate nach der Bundestagswahl 1990 noch ein Haushaltsloch. Ey, da ist noch ein Loch, ey. Ey, das ist aber groß, sag mal. Weiß noch einer, wie groß das Haushaltsloch von Theo Weigel drei Monate nach der Wahl 1990 war? Ein paar hundert Milliarden D-Mark fehlten. Fast 300 Milliarden D-Mark fehlten plötzlich in der mittelfristigen Finanzplanung. Das ist aber wirklich ein großes Loch, sag mal. Wie haben wir das denn übersehen, sag mal? Ja, da muss der Kohl drin gestanden haben, ne? Dann wurden die Steuern erhöht, der Solidarzuschlag kam und die Mineralölsteuer wurde um 20 Pfennig erhöht, auf einen Schlag. Vier Jahre rot-grüne Ökosteuer hat der Kohl mit einem Wisch gemacht. Und parallel dazu hat er die ganzen Schulden gemacht, die uns heute kaputt machen. Denn die Hälfte aller Schulden in Deutschland hat sind in den 16 Jahren Amtszeit Kohl gemacht worden. Und davon wieder die Hälfte nur in den vier Jahren von 90 bis 94. Und wenn Sie die Expertendiskussion verfolgt haben im letzten halben Jahr, die Experten sagen heute, in den Jahren 1990 bis 1994 ist finanzpolitisch alles falsch gemacht worden, was man bei der Einheit hätte falsch machen können. Man hat erstens zu viel Schulden gemacht, weil man den Leuten zu viel versprochen hat, und dann hat man parallel dazu noch die Sozialversicherungssysteme ruiniert. Die haben wissentlich die Sozialversicherungssysteme völlig überlastet. Die Renten sind geplündert worden. Da haben viele gesagt, das wird ins Chaos führen. Nein, nein, das machen wir. Wissen Sie, wer das vorgeschlagen hat? Wer die Plünderung der Renten vorgeschlagen hat? Wer das Haushaltsloch übersehen hat? Das war der verantwortliche Staatssekretär im Finanzministerium damals, von 1990 bis 1994. Der Weigel machte nur am Schluss den Segen drüber. Wissen Sie, wie der verantwortliche Staatssekretär im Finanzministerium damals hieß, der das alles übersehen hat? Köhler. Köhler. Horst Köhler. Ach du Scheiße, ganz genau, ja.
Und die Leute, die Deutschland ruiniert haben, stellen sich heute hin und sagen, die SPD könne nicht mit Geld umgehen. Ich bin kein Fan der SPD, das haben Sie im Laufe des Abends ja hoffentlich schon bemerkt. Ich halte das jetzige Spitzenpersonal der SPD für so blöd, um ein Loch in den Schnee zu pissen. Eine Partei, die seit 6 Jahren inzwischen eine Politik macht, von der nur die Leute profitieren, die über 80.000 Euro im Jahr verdienen und die das gegenfinanziert, indem sie den kleinen Leuten an ihre Ersparnisse und an ihre Lebensversicherungen geht und die das sozial gerecht nennt, meine Damen und Herren. Eine solche Partei, die hat den Knall nicht gehört. Eine Partei, die seit 6 Jahren systematisch eine Steuerpolitik betreibt, unter der nur die Leute zu leiden haben, die immer diese Partei gewählt haben. Und die sich dann wundert, warum die, die nicht mehr wählen wollen, denen ist auch nicht mehr zu helfen. Das können wir dann jetzt auch vergessen. Wenn jetzt nochmal ein Sommerfest von der SPD ist, gehen Sie nochmal hin. Vielleicht ist es schon das Letzte. Aber schlechter als die CDU mit Geld umgehen können, das können die nicht. Weil das geht überhaupt nicht. Und dann stehen die Konservativen da und jammern über den Mangel an Moral in der Jugend und den Verlust der Werte in der Gesellschaft. Ja, ich bitte Sie, unter wem ist denn die Generation aufgewachsen, die keine Werte mehr kennt? Die erste Generation, die nichts anderes mehr kennt als Helmut Kohl und seine Machenschaften, die ist doch jetzt groß. Spendenaffäre zu Beginn und Ende der Amtszeit. Lügen vor dem Untersuchungsausschuss zu Beginn und Ende der Amtszeit. Schuldenmacher, bis der Arzt kommt. Alles auf die nächste Generation schieben. Was mir und meiner Partei nützt, ist gut für Deutschland. Was im Gesetz steht, spielt keine Rolle. Abgang mit Ganoven, Ehrenwort und dadurch Ehrenbürger Europas werden. Und jetzt kriegt der Kohl seit seiner Abwahl 1998 jedes Jahr 500.000 Mark Beraterhonorar von Leo Kirch. Nicht nur der Kohl. Der Bötsch, der Schwarz-Schilling, der Theo Weigel, der hat den Beratervertrag gekündigt, als es bekannt wurde vor 2 Jahren. Und der Möllemann, der hat auch bis seinem Tod 800.000 Mark pro Jahr bekommen. Beraterhonorare von Leo Kirch. Der war damals schon so pleite, dass ihm keine Bank mehr Geld leihen wollte. Die einzige Bank, die Leo Kirch noch Geld geliehen hat, war die Bayerische Landesbank. Steuergelder auf Befehl von Herrn Stoiber. 2,5 Milliarden D-Mark sind da nochmal versenkt worden, als der Mann schon offiziell pleite war. Und davon hat er natürlich seine Provision bezahlt. An Kohl, Bötsch, Schwarz-Schilling, Weigel und Möllemann. Das ist keine Bestechung, das waren Beraterhonorare. Der Kohl hat den für 500.000 Mark im Jahr beraten. Er hat jede Nacht das Premiere-Programm geschrieben, der Kohl. Die erste Generation, die dem sicheren Bewusstsein groß geworden ist. Verbrechen lohnt sich, wenn man in der richtigen Partei ist. Das brauche ich Ihnen hier in Berlin ja gar nicht zu erklären. Diese Generation ist endlich groß. Da kann man doch jetzt keine kalten Füße kriegen. Das haben wir so bestellt, das wird jetzt so gegessen. Die Jugend hat doch den Kapitalismus endlich begriffen. Freuen wir uns. Die bessern ihre Einkünfte auf durch Einbrüche in Autodiebstähle. Alles besser als von Sozialhilfe rumschmorotzen. Die tun was. Zahlt die Versicherung, oder? Ob sie höhere Steuern zahlen wegen der gestiegenen Zahl von Sozialhilfeempfängern oder ob sie ihre Versicherungsbeiträge zahlen wegen der gestiegenen Zahl von Autodiebstählen, zahlen müssen sie so oder so. Bei der Autoversicherung kann ich mir die Beitragsklasse sogar selber aussuchen. Wenn dem linksliberalen Lehrerehepaar zum 3. Mal der japanische Oberklassewagen samt Surfbrett, Mountainbike und Taucherausrüstung geklaut wird, das ist Umverteilung. Davon haben die auf der Uni immer geträumt. Und für die Konservativen unter Ihnen, es ist die Privatisierung der Sozialhilfe. Schlanker Staat. Mal davon abgesehen, Daimler-Benz wäre schon vor Jahren pleite gegangen, wenn die den Verschiebebahnhof nach Osteuropa nicht gehabt hätten. Meinen Sie, die wären die alte S-Klasse hier losgeworden? Ein Auto, das, sobald Sie es vollgetankt hatten, sein eigenes zulässiges Gesamtgewicht überschritten hatte. Das sind die Ingenieure, die Sie nach Toll Collect abgeschoben haben, vermutlich. Warum ist die Firma Fokker damals pleite gegangen? Fokker, kennen Sie noch? Gehörte auch zum Daimler-Konzern. Na, kennen Sie jemanden, der Flugzeuge klaut? Warum können wir das Weltraumteleskop Hubble, das wir ja so dringend brauchen, mit den Furunkel am Arsch?
Warum können wir das im Weltraum reparieren, sind aber nicht in der Lage, diebstahlsichere Autos herzustellen? Die verkaufen alle zusammen seit Jahren in Osteuropa Autos, ohne einen einzigen Händler finanzieren zu müssen. Da fallen nicht mal Transportkosten an. Von Garantieleistung ganz zu schweigen. Jetzt warten sie noch ein paar Jahre, da brauchen die auch alle Ersatzteile. Natürlich konnte Daimler Chrysler jetzt 600.000 E-Klasse-Fahrzeuge in die Werkstätten zurückrufen. Die Hälfte konnte ja nicht gebracht werden. Nein, nein, statt diebstahlsichere Autos fordern die Konservativen lieber schärfer Strafen. Wir brauchen schärfer Strafen, die abschrecken, heißt es, wenn was Schlimmes passiert. Sie wissen, schärfer Strafen schrecken unglaublich ab. Die Amerikaner haben ja nur deshalb so friedliche Großstädte, weil die Todesstrafe alle abschreckt. Und wenn im friedlichen Amerika doch mal was Schlimmes passiert, was fordert dann der konservative Amerikaner? Ich habe die live auf CNN gesehen. Die fordern schärfer Strafen. Das ist schwierig nach der Todesstrafe. Aber so ist er, der Konservative. Er kann nicht denken, das sind Reflexe. Schärfer Strafen schrecken nicht ab, ich muss sie da enttäuschen. Gewalttäter können sie überhaupt nicht abschrecken. Ist weltweit untersucht. Jemand, der sie erschießen will, der überlegt nicht, für 8 Jahre mache ich es, für 16 Jahre mache ich es nicht. So sind die nicht drauf. Triebtäter können sie überhaupt nicht abschrecken, oder? Jedes Mal das Geschrei, was Schlimmes passiert ist. Es gibt diese Leute. Wie wollen sie das abschrecken? Frau Tsipras, die Justizministerin, machte ein neues Sexualstrafrecht im letzten Jahr mit schärferen Strafen für Sexualtäter. Da kann man immer darüber diskutieren, über schärfere Strafen. Aber begründet hat sie es dann, der Bild-Zeitung zuliebe, mit der Abschreckung. Frau Tsipras, ich dachte immer, blöder als Ulla Schmidt geht nicht. Aber eine sehr schöne Einzelleistung, das muss ich mal hören. Frau Tsipras, Sie sind also die Frau, die Triebtäter abschrecken will. Nun haben Sie ja schon begriffen, dass Sie nicht überall sein können. Vielleicht denken Sie noch mal nach. Triebe. Ich weiß nicht, ob Sie welche haben. Aber man kann Triebe nicht abschrecken. Es sind nicht die Eier. Den anderen erklären wir es in der Pause. Das Einzige, was Sie mit einer scharfen Strafe sicherstellen können, Sie können sicherstellen, dass derselbe Täter dieselbe Tat nie wieder begeht. Sie können einen Menschen für immer einsperren. Sicherheitsverwahrung nennt man das. Das Gesetz gibt es seit vielen, vielen Jahren. Das können Sie auch nicht mehr verschärfen. Denn länger als immer kennen nicht mal die Katholiken. Ob Sie jemanden für 2 oder für 3 oder für 4 Jahre einsperren, das ist doch keine Abschreckung. Das ist Rache. Man will sich doch rächen. Seien wir doch ehrlich. Wenn ein Kind missbraucht worden ist, wenn eine Frau vergewaltigt worden ist, dann will man sich rächen. Aber da bitte offen und ehrlich, da hören Sie mit dem pädagogischen Getue auf. Kommen Sie nicht mehr Besserung im Knast und vergessen Sie endlich die Abschreckung. Wenn Sie sich rächen wollen, sagen Sie es doch. Wir haben Demokratie, wir haben Meinungsfreiheit. Hier muss man nicht mal nachdenken, bevor man etwas sagt. Wie scharf hätten Sie die Strafen gern? Erste Mal beim Klauen erwischt, linke Hand ab. Nochmal beim Klauen erwischt, die nächste Hand ab. Danach wäre der höchstens noch zum Mundraub fähig. Wer einen anderen Menschen in besoffenem Zustand tötet, egal ob mit einem stehenden Messer oder einem fahrenden Auto, Teeren und Federn auf der Stelle, und alle Politiker, die beim Lügen erwischt werden, öffentlich auspeitschen, so ein kleiner Pranger auf dem Marktplatz, das wäre was gegen Politik von Rosenheit, oder? Und alle Steuerhinterzieher vierteilen. Oh, die Begeisterung lässt nach hier vorne. Oder sind jetzt die Essen mehrfach betroffen? Ich weiß ja nicht. Wenn schon, denn schon. Bei solchen Gelegenheiten könnten wir die gewaltbereiten Jugendlichen auch mal sinnvoll einsetzen. Alle einsperren ist doch viel zu teuer. Das sagt sie auch immer so. Alle einsperren, die müssen wir alle einsperren. Wissen Sie, was das kostet?
Ich habe mir die Zahlen für den Strafvollzug damals für Nordrhein-Westfalen mal besorgt. Natürlich sind die absoluten Zahlen heute anders, aber es geht ums Verhältnis, das werden Sie gleich sehen. Und ich oute mich jetzt hier, meine Damen und Herren. Ich oute mich als einer der 80% Deutschen, die laut Umfragen immer noch in D-Mark rechnen, wenn es darum geht, was es wirklich kostet. Ich vermute, den meisten geht es so. Ich finde es frustrierend, aber es ist so. Jetzt bin ich ehrlich mit Ihnen. Ich habe die D-Mark-Zahlen aus dem alten Text wunderbar auswendig parat. Was soll ich mich jetzt hier mühsam auf der Bühne konzentrieren, im Kopf alles durch zwei nehmen und Sie nehmen alles wieder mal zwei? Das ist der Albert, oder? Schalten wir diese beiden Fehlerquellen schon mal aus. Er überlegt noch, was die zweite Quelle ist. Ne? Wir haben damals in Nordrhein-Westfalen für 15.500 Häftlinge 700 Millionen D-Mark pro Jahr bezahlt. Das sind 45.000 D-Mark pro Häftling pro Jahr. Das entspricht in etwa dem Gehalt eines Sozialarbeiters. Jahresbrutto, nicht, dass Sie da anfangen zu träumen. Die 45.000 Mark pro Häftling sind aber nur die Kosten für die reine Unterbringung, Bewachung und Verköstigung im Knast. Polizeieinsätze, Gerichtsverfahren, Gutachter, Rechtsanwälte, Psychologen, Bewährungshelfer, Gerichtsverfahren gar nicht mit dabei. Nur wegsperren und füttern im Knast. 45.000 Mark pro Mann pro Jahr, das sind 120 Mark pro Mann pro Tag, das sind 840 Mark pro Mann pro Woche. Für 350 Mark können Sie schon eine Woche Last Minute nach Mallorca fliegen. Kommen Sie ans Grübeln, ne? Und jetzt verrate ich Ihnen noch, dass die Rückfallquote von Strafgefangenen fast so hoch liegt wie die von Club Robinson-Besuchern. Die sind doch reif für die Insel, keine Fluchtgefahr. Die Engländer haben das Konzept erfolgreich erprobt. Die haben ihre Strafgefangenen in Australien gemacht. Ist was draus geworden, oder? Die haben schon mehrfach Olympische Spiele ausgerichtet. Die haben aus Handschellen 5 Ringe gemacht. 45.000 Mark pro Mann pro Jahr. Nur fürs Wegsperren? Verglichen damit sind die Ossis doch spottbillig. Ja, es wird da immer noch gejammert im Westen. Was das kostet mit der Einheit, wie teuer die Brüder und Schwestern sind. Das rechnen wir jetzt noch ganz kurz durch. Ja, keine Sorge, ich rechne, Sie brauchen nur zuhören. Selbst wenn wir wirklich jedes Jahr 200 Milliarden D-Mark Transferleistungen an den Osten bezahlt hätten, wären das immer noch nur 12.500 D-Mark pro Ossi pro Jahr. Für das Geld können Sie die ja nicht mal einsperren. Ossis sind nicht teuer. Machen Sie sich nichts vor. Ossis sind nicht teuer. Wissen Sie, wer teuer ist? Bauern. Die kosten richtig Geld. 30 Milliarden D-Mark Subventionen für 600.000 Bauern jedes Jahr allein in Deutschland. Das sind 50.000 D-Mark pro Bauer pro Jahr. Da wäre einsperren schon billiger. Was? Und die Ställe wären sogar schon da. Genau. Ja, also auf. Freuen Sie sich nicht schon wieder zu früh. Wir kommen erst einmal zu Bergarbeitern. Jeder Arbeitsplatz im deutschen Steinkohlebergbau ist mit mindestens 96.000 D-Mark pro Jahr subventioniert. Das heißt, für jeden Kumpel können wir 7,5 Ossis durchfüttern. Ein Bauer so viel wert wie 4 Ossis, nicht schlecht. Sie können natürlich auch für einen Bergarbeiter wahlweise 2 Ossis einsperren oder 2 Bauern durchfüttern. Das ist Subventionspolitik. Da gehen die jetzt mit dem Rasenmäher drüber, haben Sie gelesen. Ne? Da haben die Kumpels Glück, die sitzen unter Tage. Ist aber alles Kleckerkram verglichen mit Ärzten. Die Zahl habe ich mir damals extra bestätigen lassen. Jeder neu zugelassene Kassenarzt, ich rede nicht von den ausgebeuteten Typen in den Krankenhäusern, ich rede von den niedergelassenen Ärzten. Wir haben 20% zusätzliche niedergelassene Ärzte bekommen in den letzten 20 Jahren bei gleicher Bevölkerungszahl. Jeder von diesen zusätzlich zugelassenen niedergelassenen Ärzten kostet die Kassen 1 Million D-Mark zusätzlich pro Jahr, sobald die dabei sind. Das ist nicht das Gehalt des Arztes, das kriegen Sie nicht schon wieder feuchte Augen. Die verschreiben ja, das ist das eigentliche Problem. Das Phänomen ist folgendes: Wir brauchen mehr Medikamente, nicht weil wir mehr Deutsche sind, sondern weil wir mehr Ärzte haben. Ja, Ärzte schaffen sich ihren eigenen Bedarf. Man vermute mit Hilfe der Nebenwirkungen.
Der Seehofer hat das mit einem lichten Augenblick sehr schön formuliert. Da hat der Seehofer gesagt, wenn Sie in einer Stadt mehr Ärzte zulassen, die teilen sich nicht die vorhandenen Patienten neu auf, die machen sich irgendwie neue Patienten. Also 1 Million DM zusätzlich für jeden neuen Kassenarzt. Das heißt, für jeden neuen Kassenarzt hätten wir 80 Ossis durchfüttern können. Wir hätten natürlich, auch wenn wir damals schnell gewesen wären, wir hätten auch statt der 16 Millionen Ossis 200.000 neue Kassenärzte zulassen können. Aber dann wären wir jetzt wahrscheinlich alle krank. Oder hätten ein chinesisches Gebiss, was weiß ich. Sie können auch für das Geld, das 10 Kassenärzte kosten, 222 Kassenärzte einsperren. Aber das nur so am Rande. Da jubeln die Steuerhinterzieher wieder. Ne? Wie viele Bauern wir durchfüttern könnten, wenn wir alle Bergarbeiter einsperren und die Kassenärzte zu Ossis ausbilden? Auch wissen Sie was, das können Sie nach Pause jetzt selber ausrechnen. Bis nachher. Bonsoir, Messieurs, Dames. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Henri Duvalier. Ich möchte etwas beitragen zu der Ausländerfeindlichkeit. Was ist daran komisch? Ich lebe seit über 25 Jahren in Ihrem wunderschönen Land. Das heißt, ich weiß wirklich, was es heißt, unter Ausländern zu leben. Ah, nicht was Sie meinen. Ich lebe hier in Berlin. Berlin, eine Stadt mit einem großen Multikulturkenanteil. Ich bin gar nicht in Ihr Land gekommen, um mit solchen Menschen um eine Wohnung konkurrieren zu müssen. Zum Glück habe ich das nicht mehr nötig. Ich habe ein Restaurant chez Henri. 2 Sterne. Ich weiß nicht, ob Sie als kritisch engagierte Kabarettbesucher in so etwas verkehren dürfen. Ein kleiner Tipp von mir, ich finde das sehr peinlich, wenn Deutsche in mein Restaurant kommen mit dem T-Shirt, ich bin ein Ausländer. Was soll der Quatsch? Laufe ich als Tierschützer herum mit dem T-Shirt, ich bin eine Robbe oder was? Meine Frau, sie ist Marokkanerin. Sie traut sich gar nicht mehr auf die Straße. Sie ist mehrfach belästigt worden beim Einkaufen. Wildfremde Deutsche haben sie auf der Straße gepackt. Und sie gebeten, sie solle bitte, bitte ihr bleiben und sie nicht mit den bösen Deutschen allein lassen. Wo bin ich ihr? Diese Leute, sie kennen meine Frau doch gar nicht. Vor allen Dingen, sie kennen gar nicht die Landsleute meiner Frau. Es sind ganz üble Zeitgenossen dabei. 2 von Ihnen haben versucht, mich zu erpressen. Schutzgeld wollten Sie. Bei meinem Nachbarn Kostas waren Sie auch. Er hat die griechische Lokal gleich nebenan. Schutzgeld, dass ich nicht lache. Genau das hat Ihre deutsche Polizei auch gesagt. Und Sie haben nichts unternommen. Rien. Beweise brauchen Sie. Ah oui, bien sûr. Ich lasse meine Lokal erst für die Beweise ein bisschen verwüsten. Und dann sehen wir weiter, hein? Das aber sie von ihrer demokratischen Rechtsstaat. Qu'est-ce qu'on fait? Was kann ich tun? Ich habe mich mit Kostas beraten und dann, wir haben ein paar deutsche Skinheads engagiert. Nette Jungs. Vraiment, très sympathique. Ein bisschen unvorteilhaft angezogen, aber sehr zuverlässig. Hein? Für eine 50 Liter Fass Bier, sie haben die Probleme aus der Welt geschafft. Seitdem, wir haben sehr guten Kontakt mit Horst und seinen Freunden. Wir haben gar kein Problem mit der Multikultur. Horst begleitet meine Frau beim Einkaufen. Ich habe ihm noch einen Anschlussauftrag verschafft. Ich habe diesen Freund, der arbeitet bei die RTL Plus.
Und die brauchten ein paar authentische Aufnahmen von die randalierenden rechtsradikalen Jugendlichen. D'accord, Horst und seine Freunde, sie sind nicht wirklich rechts. Aber das sieht man im Fernsehen nicht. Und randalieren können sie formidable. Sie haben mit die RTL vereinbart, dass sie sich kostenlos besaufen dürfen und dass die sie dann bei die Randale filmen. Ein faires Arrangement. Nur Horst hat sich nicht ganz an die Drehbuch gehalten. Er ist nicht so blöd, wie er aussieht. Er hat mit den Konkurrenzsender verhandelt und die haben ihm ein hübsches Sümmchen geboten, wenn er statt die Ausländerwohnheim der RTL-Kamerateam angreift. Et voilà. Die freie Marktwirtschaft. Es kommt zu sehr seltsamen Koalitionen in ihrem Land. Linke Emanzen unterstützen die Türken. Wenn der Islam ihr erst das Sagen hat, bin ich sehr gespannt, was aus den Emanzen wird. Mir persönlich ist das egal. Was ein Mensch für eine Hautfarbe hat oder Religion, es ist nicht mein Problem. Pas du tout. Für mich ist nur wichtig, dass er anständig ist. Und dass er seine Rechnung bezahlen kann. Alles andere interessiert mich gar nicht. Bin ich mir mit allen deutschen Freunden einig. Selbst mit Horst. Horst, jetzt liegt er in die Krankenhaus. Das finden Sie komisch. Wenn ein Freund von mir in die Krankenhaus liegt, das finden Sie komisch? Ist das der deutsche Humor? Auch in Spezialität der Berlin, hein? Er ist zusammengeschlagen worden auf offener Straße. Sie haben ihn zusammengeschlagen. Er ist kein Mensch, ja? Ist nur ein Skin, ne? Ein paar Autonome haben ihn zusammengeschlagen, nur weil er sein Skin ist. Ja, oui, les Autonomes. Sie kämpfen gegen die Ausländerfeindlichkeit. Ich erinnere mich sehr gut. Früher, da haben diese Typen gekämpft gegen die strukturelle Gewalt des Staates. Sie haben gerufen, out die Bullen, platt wie Stullen. Ja, das ist besonders komisch, wenn Ihre Freund Polizist ist. Aber Sie brauchen nicht das Polizei, ja? Bei dem Verkehrsunfall oder die Einbruch, Sie rufen nicht die Polizei, ja? Sie rufen out die Bullen, platt wie Stullen, ja? Heute kämpfen Sie gegen die Ausländerfeindlichkeit, die Autonome. Sie rufen out die Glatzen, bis sie platzen. Sie nennen sich Antifaschisten. Ah, oui. Aber ich bitte Sie, Messieurs, Dames, was macht er denn? Der antifaschistische, ausländerfreundliche Autonom, wenn er vor dem Ausländer steht, der Faschist ist. So wie ich. Oder Kostas. Oder viele andere. Für mich ist Ihr Land zu liberal, ich sage Ihnen das offen. Solche Leute, die meine Freund Horst auf die offene Straße zusammenschlagen, denen gehört die Rübe abgehauen. Zack, zack, fertig aus. Die haben ihre Chance auf dem Planet geabt, sie haben sie nicht genutzt. Ja, soll ich so etwas mit durchfüttern? Da gucken Sie mich nicht so böse an, Madame. Für Sie muss der Faschist eine hässliche Deutsche mit den Lederstiefeln sein, ne? Der Juden vergast. Ich habe gar nichts gegen Juden, überhaupt nichts. Wozu auch? Verwechseln Sie das nicht immer zu. Antisemitismus und Faschismus sind zwei verschiedene Dinge. Man kann das kombinieren, man muss aber nicht. Es gibt Juden, die Faschisten sind. Ich bin Faschist, ich stehe dazu. Für mich ist der Faschismus zunächst einmal antidemokratisch. Oui, moi, je suis antidemokrat. Ich habe keine Lust, mein Leben von den Mehrheitsentscheidungen abhängig zu machen. Sie doch auch nicht, Monsieur. Wenn Sie ehrlich sind, hein? Monsieur, sind Sie wirklich der Meinung, dass jemand, der zu blöd ist für den Hauptschulabschluss, dass der die gleiche Stimmrecht haben soll wie Sie? Das können Sie Ihrem Friseur erzählen, Monsieur. Mehrheit, das hat schon Ihre alte Schiller geschrieben. Die Mehrheit ist Unsinn, Vernunft ist stets bei wenigen noch zu suchen. Vox Populi, Vox Rindvieh.
Ich bitte Sie, zeigen Sie mir einen Bereich. Zeigen Sie mir einen Bereich in Ihrem zentralen demokratischen Alltag, wo Sie nach dem Mehrheitsprinzip entscheiden. Wo machen Sie das mit der Mehrheitsentscheidung? Ha? In der Familie? Üben Sie das da mit den Kindern? Mehrheitsentscheidung? Ertragen Sie das, wenn Sie in die Minderheit sind? Oder haben die deutsche Familie deshalb alle nur noch ein Kind, damit das funktioniert mit der Demokratie? Wo machen Sie das mit der Mehrheitsentscheidung? In der Schule? Bei Ihnen an die Arbeitsplatz? Irgendwo? Mehrheitsentscheidung? Wir sind doch nicht blöd. Wählen dürfen Sie. Aue. Alle 4 Jahre. Sie dürfen der Demokratie zu Kreuze kriechen. Wahlen ändern nichts, sonst wären sie verboten. Der Satz ist nicht von Schiller, der ist von Tucholsky. Und der Mann hat recht. Und es ist gut so, ich bin froh. Wenn eine Gesellschaft, wenn sie soll funktionieren, was braucht sie denn? Sie braucht eine klare Ordnung, sie braucht eine starke Führung. C'est tout. Ich bekenne mich zu starker Führung. Ich bekenne mich zu klarer Ordnung. Ich bekenne mich zu Eliten, zu Ehre, Respekt und meinem Vaterland. Sie, als die kritisch engagierte linksliberale Intellektuelle, was haben Sie der Jugend zu bieten? Was bieten Sie der Jugend, außer Ihre offenen Fragen und die moralische Skrupel? Wenn es hochkommt, artikulieren Sie sich mit Ihren Freunden in Form eines Schweigemarsches. Aber ich bitte Sie trotzdem, vergessen Sie mir nicht ganz die Solidarität mit uns armen Ausländern. Gehen Sie mal wieder anständig essen. Au revoir. Es gibt Themen, da reagiert der Deutsche irritiert. Es gibt Themen, da reagiert er allergisch. Und es gibt Themen, da wird er gleich hysterisch. Umweltschutz ist das Kapitel Hysterie. Giftstoffe, Nahrungsmittel, der deutsche Albtraum. Man kann ja nichts mehr essen. Kennen Sie diesen Satz? Man kann ja nichts mehr essen. Meist gesprochen von Menschen, die noch ein bisschen dicker sind als ich. Das Schlimmste in den letzten Jahren, ohne Zweifel, BSE. Sie erinnern sich oder schon vergessen, dank BSE. Es ist kein Thema mehr, die Rinder gibt es noch, aber es riecht sich keiner mehr auf. Vor 3 Jahren die Hysterie schlechthin in Deutschland. Kreuzfeld-Jakob war der Osama Bin Laden der Landwirtschaft. Ozonloch, auch so ein Hysterie-Thema. Das Ozonloch, das Ozonloch. Ja, hat hier einer ein Problem mit dem Ozonloch? War doch toll letzten Sommer, oder? Wir kriegen hier Mittelmeerklima. Haben die Grünen uns versprochen. Ja, dann steigt der Meeresspiegel um 1/2 Meter. Von mir aus kann der um 1/4 Meter steigen. Lebe ich hier in Bangladesch oder in Holland? Sind wir endlich die dämlichen holländischen LKWs los? Ja, das ist erlaubter Rassismus, ne? Diese ganze Umwelthysterie, bloß weil da jetzt ein paar blöde Tierarten aussterben. Ja, es ist schrecklich, ja, ich weiß. Jetzt gucken Sie mir mit Ihren Rehaugen nicht so entsetzt an. Nicht meckern, Rehaugen steht im Text, was Sie haben, kann ich doch gar nicht sehen. Aber jetzt mal ehrlich, jetzt mal unter uns. Haben Sie wirklich Probleme mit der Vorstellung, ab morgen ohne Blauwale und Delfine leben zu müssen? Hier in Berlin? Also ich nicht, ich muss Sie da enttäuschen. Ich würde nicht einmal Elefanten ernsthaft vermissen. Was? Thunfisch ja. Aber Elefanten? Das ist doch alles Willkür. Der eine macht keinen Thunfisch, der andere macht keine Delfine. Wer hat da recht? Wer entscheidet das? Tierschützer? Das sind die größten Willkürmenschen überhaupt. Machen Sie die Probe. Machen Sie ein Schild aufs Auto. Ich bremse auch für Tiere. Allein der Schwachsinn dieser Aufkleber. Wenn ich nah genug ran bin, um das Schild lesen zu können, habe ich doch eh keine Chance mehr. Das ist genau wie diese neuen Schilder. Achtung Baby an Bord. Bitte, was soll mir das sagen?
Vorsicht, Hormonschwankungen am Steuer? Oder glauben diese Anwärter auf einen Hirnschrittmacher allen Ernstes, ich würde mir das im letzten Augenblick mit dem Auffahrunfall noch mal überlegen? Vorsicht, da ist ein Kind drin, fahr da drauf, fahr da drauf. Die Kinder, die armen Kinder. Kinder sind immer arm und unschuldig, meist sogar in Kombination. Egal, was auf der Welt passiert, es passieren die schrecklichsten Dinge. Und die passieren ja nur immer wieder. Naturkatastrophen, Kriege, Massaker, ethnische Säuberungen, Terroranschläge. Und jedes Mal mit diesem betroffenen Ton in der Stimme abends in den Nachrichten, 50 Tote, darunter Frauen und Kinder. Ja, wenn da jetzt nur Männer gestorben wären, da hätte ja keiner was gesagt. Aber Frauen und Kinder, da hört für Ulrich Wickert der Spaß jedenfalls auf. Ich warte auf den Abend, wo der Wickert sagt, 50 Tote, zum Glück nur Männer. Und keine Deutsche dabei, das glaube ich dir, ne? Keine Deutsche. Ich liebe diese schillernden Aufkleber, hier mein Lieblingsaufkleber. Achtung, wertvolle Turnierpferde. Hoho. Hoho, da fahre ich ganz vorsichtig. Das kann ja auch ein Geldtransporter von Schokomülle sein. Wenn draufsteht billige Gäule, kann man einfach so hinten reinfahren. Überhaupt kein Problem. Besonders apacht die Schilder an der Autobahn. Achtung, Nebel. Entweder es ist Nebel oder ich kann das Schild lesen. Aber Sie wollen ja die T-Shirts testen. Also Sie machen das Schild aufs Auto, ich bremse auch für Tiere. Jetzt suchen Sie jemanden, der auch so ein Schild hinten drauf hat, überholen den oder die auf der Landstraße und steigen direkt davor, volles Rohr in die Bremse. Haben Sie schon mal gemacht, oder was? Aber davon geträumt, okay. Wenn die dann wütend aus dem Airbag gekrabbelt sind, müssen Sie sich ernst sein, das ist das Schwierigste an der Sache, dann erklären Sie freudestrahlend. Haben Sie gesehen? Haben Sie gesehen, wie ich der seltenen Fliege ausgewichen bin? Steht aber doch groß bei mir hinten drauf. Bremsen um der Bremsen willen. Was maßen wir Menschen uns an? Wir teilen doch die Tierwelt völlig willkürlich ein in nützliche und unnütze Tiere. Wir produzieren Hunde Kuchen und Mäuse Fallen. Warum bitte schön nicht umgekehrt? Ja, mal als Maus gefragt. Jetzt geben Sie mal eine kluge Antwort. Oder als Mensch, ich bin gegen Hunde und Katzen schwer allergisch. Gegen Mäuse und Insekten nicht. Meinen Sie, ich kann irgendwo Insektenfutter kaufen? Oder Sie kriegen Katzenspray oder Hundeklatschen, kriegen Sie nirgends. Es wäre eine Marktlücke. Ich sehe es in Ihren Augen blitzen, ne? Es gibt Leute, die regen sich auf, die machen einen Stand in der Stadt, die informieren mich darüber, dass Frösche beim Überqueren von Landstraßen keine Chance mehr haben. Sonst die Frösche jetzt besser haben als Kinder und alte Leute. Für die stellen wir auch keine extra Eimerchen auf. Seniorenfangzäune oder was? Achtung, Seniorenwanderung, das wäre doch mal ein Schild. Oder 5 Kilometer Rentnerwechsel. Aber auch die Frösche müssen lernen, wir leben in der freien Welt, wer zu langsam geht, den bestraft das Leben. Frau Hasenkleber, es geht weiter. Schicken Sie jetzt bitte mal die Frau Becker und den Herrn Hausmann herein. Danke. Frau Becker, Herr Hausmann. Frau Becker, Herr Hausmann. Frau Becker, Herr Hausmann. Oje, oje. Frau Becker, Herr Hausmann, ich grüße Sie. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Wie bitte? Moment, das haben wir sofort.
In meinen Unterlagen steht eindeutig Peter Hausmann. Vom Beruf Hausmann. Entschuldigung. Das ist mir unangenehm. Hier steht Beruf Bäcker. Das kann passieren. Verzeihen Sie bitte. Das ändern wir sofort um. Da hat das alles seine Richtigkeit. Sie sind also jetzt Herr Bäcker. Bäcker wie Brötchen oder wie Boris? Und Sie sind da vom Beruf Hausmann. Aha. Ja, so richtig mit Kochen, Putzen, Waschen, allem drum und dran. Wir leben im 21. Jahrhundert, Frau Bäcker, das ist völlig richtig, aber es ist doch schon eher selten, dass man mal jemand persönlich gegenüber sitzt, der, ja, wie soll ich sagen, in dieser Weise aktiv ist. Deshalb sind Sie nicht hier, das ist völlig richtig. Frau Bäcker, Herr Haus, Bäcker. Ich habe Sie zu mir gebeten, weil mir jetzt die Ergebnisse der Fruchtwasseruntersuchung und der genetischen Embryoanalyse vorliegen und ich Sie über die Anpassung Ihrer Beiträge zur Krankenversicherung informieren möchte. Sie haben ja seinerzeit trotz gegenteiliger Beratung durch uns als zuständige Krankenkasse darauf bestanden, Ihren Nachwuchs auf herkömmliche Weise durch Beischlaf zu zeugen. Das heißt, Sie sind bewusst das Risiko eingegangen, die genetischen Anlagen Ihres Kindes dem Zufall zu überlassen. Und das, obwohl unser Mitarbeiter Sie ausführlich über die mangelhafte Qualität Ihres eigenen Erbgutes informierte. Natürlich steht es mir nicht zu, Frau Bäcker, Ihre Entscheidung für diese in meinen Augen überholte Form der Fortpflanzung zu kritisieren. Aber wenn Sie mir da mal eine persönliche Bemerkung erlauben, ich finde das äußerst befremdlich. Wenn Sie in unserer leistungsorientierten Gesellschaft, in der schon kleine Störungen und körperliche Handicaps das Fortkommen erheblich beeinträchtigen können, wenn Sie da auf die Hilfen der modernen Reproduktionsmedizin so vollkommen verzichten, es ist ja nicht nur so, dass Sie Ihrem Kind die optimalen Startchancen verbauen, Sie müssen ja auch davon ausgehen, hinterher von Ihrem Nachwuchs wegen mangelhaften Erbgutes verklagt werden zu können. Was ich unter uns gesagt bei dem hier vorliegenden Ergebnis Ihres genetischen Roulettes für gar nicht mal so ausgeschlossen halte. Ja, machen wir uns mal nichts vor. Ihr Nachwuchs wird sowohl vom äußeren Erscheinungsbild her als auch von der Intelligenzausstattung weit hinter dem zurückbleiben, was heute selbst für mittlere Einkommensschichten finanziell erschwinglich ist. Aber heute wollen wir ja nur herausfinden, ob Sie sich Ihr persönlich gezeugtes Wunschkind finanziell überhaupt erlauben können. Und da entnehme ich meinen Unterlagen, Frau Bäcker, dass Sie bei uns bereits in drei Risikogruppen erfasst sind. Als Frau, Raucherin und aufgrund mangelhafter Zahnpflege, da zahlen Sie bereits jetzt Zuschläge zur Krankenversicherung in Höhe von 70%. Sie, Herr Beckmann, Herr Bäcker, Entschuldigung, Sie sind vorbelastet mit Haltungsschäden, Naschsucht mit daraus resultierendem Übergewicht und Sie haben jetzt bereits 2 Jahre hintereinander die obligatorische Nachweise über die regelmäßige sportliche Betätigung nicht beibringen können. Ihr Zuschlag liegt derzeit schon bei 80%. Gemeinsam zahlen Sie schon heute das 2,5-fache des Grundbeitrages. Die Analyse der Erbanlagen des für Ihnen persönlich gezeugten Embryos kommt dann jetzt zu folgendem Ergebnis. Es handelt sich hier um ein Mädchen, ja? Die Erbanlagen der Mutter sind dominant, das heißt, wie sagt der Volksmund, es wird auf Sie kommen, Frau Bäcker. Womit die Kleine durchaus noch Schwein gehabt haben dürfte. Denn leider ist es Ihnen ansonsten gelungen, so ziemlich alle negativen Merkmale, über die Sie beide verfügen, miteinander zu kombinieren. Ihre Tochter wird mit schwerem Bronchialasthma zu kämpfen haben. Sie wird über einen nervösen Magen verfügen. Durch ein angeborenes Hüftleiden ist sie leicht gehbehindert. Sie wird zu erröten und leicht im Stottern neigen. Das müssen wir als Stressfaktor verbuchen, Frau Bäcker, das schlägt ja wieder auf den Magen. Wir haben noch die Veranlagung zu Bluthochdruck und Kurzsichtigkeit, zu ein paar Kleinigkeiten wie grauer, grüner Stahl, Krampfadern und Senkfüße sehe ich noch. Das macht alles zusammen, nach unseren Regelsätzen, weitere 130% Zuschlag. Und wenn ich jetzt heute noch erfahre, dass Sie, Herr Backhaus, Herr Bäcker, dass Sie als Hausmann quasi die Hauptlast der Erziehung übernehmen werden, da können wir nach meiner ganzen Berufserfahrung jetzt schon davon ausgehen, dass Sie aufgrund Ihrer Nachsucht Ihre Tochter auch mit Süßigkeiten vollstopfen werden.
dass die Kleine ihre Abneigung gegen sportliche Betätigung jedweder Art übernehmen wird. Das führt uns dann insbesondere mit ihrer mangelhaften Zahnpflege, Frau Becker, zu einem weiteren Zuschlag von 70%. Das heißt, wenn Sie dieses Kind unbedingt zur Welt bringen müssen, werden Sie für sich in Ihren Nachwuchs mit einem Zuschlag von 350% zur Krankenversicherung belastet sein. Das entspräche bei einem gegenwärtigen Beitragssatz von 14%, ganz genau 63% Ihres Bruttolohnes, Frau Becker. Davon übernimmt der Arbeitgeber nach wie vor 7%, selbstverständlich. Wir zählen da jetzt nochmal Ihre Beiträge zur Arbeitslosenrente und Pflegeversicherung, weitere Fixkosten wie Miete etc. hinzu. Und dann frage ich Sie jetzt hier an dieser Stelle offiziell, Frau Becker, wie Sie und Ihr Hausmann die ordnungsgemäße Aufzucht dieser Tochter überhaupt gewährleisten wollen. Ohne dass wir gleich von vornherein wieder weitere Zuschläge wegen chronischer Unterernährung mit einplanen müssen. Was fairerweise gesagt langfristig dann natürlich zum Wegfall Ihres Übergewichtszuschlages führen würde, Herr Becker. Nein, Sie brauchen die Frage heute nicht zu beantworten, Frau Becker. Sie haben laut Gesetz nach Bekanntgabe dieser genetischen Embryoanalyse 5 Tage Zeit, sich die Austragung dieses speziellen Fötus noch einmal zu überlegen. Ich darf Ihnen deshalb noch einmal unsere Broschüre über die Möglichkeiten der geplanten Fortpflanzung im Reagenzglas ans Herz bzw. Portemonnaie legen. Die Broschüre enthält eine ausführliche Kosten-Nutzen-Analyse für alle Modelle. Und wenn Sie noch einmal mit spitzem Bleistift rechnen, je nachdem wie viel Geld Sie heute für eine bestimmte Erbanlage investieren, das sparen Sie ja langfristig auch, was Sie sonst für Nachhilfe, Unterricht, Make-up oder größere Operationen ausgeben würden. Außerdem garantieren wir bei Wahl eines Kassenmodells Zuschlagfreiheit für das ganze Leben Ihres Kindes und in diesem Falle ist für Ihren Nachwuchs dann sogar noch der Rechtsweg ausgeschlossen. Frau Becker, lassen Sie sich die Sache mit Ihrem Bauch bitte nochmal durch den Kopf gehen. Herr Becker, Frau Becker, wir sehen uns in 5 Tagen. Frau den Hasenklever, die Nächsten bitte. Während auch dieser Text schon weit über 10 Jahre auf dem Buckel hat, kommen wir dann jetzt zum mehr oder weniger aktuellsten Teil des Abends. Sie haben sich ja alle an die neue Zeitrechnung gewöhnt. Früher sagten wir ja vor Christi Geburt und nach Christi Geburt. Und heute teilen wir die Welt ein in vor den Anschlägen und nach den Anschlägen. Allein dieses Datum ist eingegraben ins kollektive Gedächtnis der Menschheit. Der 11. September, wer kann den Tag jemals vergessen? Ein Dienstag war das, der 11. September 1973. Ja, es war auch ein Dienstag. Wer das immer noch nicht weiß, am 11. September 1973, da wurde Salvador Allende, der im Gegensatz zu Bush demokratisch gewählte Präsident Chiles, der wurde mit Hilfe einer amerikanischen Terrororganisation namens CIA aus dem Amt geputscht. 3000 ermordete chilenische Demokraten. Den Mordbefehl gab der damalige Osama Bin Laden, Henry Kissinger. Bis heute nicht ergriffen, außer von sich selber. Ersetzt wurde Salvador Allende dann durch eine amerikafreundliche, faschistische Militärdiktatur unter Leitung von Augusto Pinochet, ein ausgewiesener Menschenrechtsexperte. Die Amerikaner hatten bei der Auswahl ihrer Statthalter und Verbündeten vor Ort immer ein geschicktes Händchen. Das kann man nicht anders sagen. Aber ich spüre ja auch heute Abend wieder, wie an dieser Stelle hier die Kälte auf die Bühne gekrabbelt kommt. Ich weiß, es ist ein heikles Thema. Der Kanzler hat es ja mehrfach offen gesagt. Er hat gesagt, wir sollen nicht in einen oberflächlichen Anti-Amerikanismus abgleiten. Aber meiner ist gar nicht oberflächlich. Ich habe ja auch gar nichts gegen Amerika. Das ist ein wunderschönes Land. Das Problem sind die Menschen, die da leben. Es ist ein bisschen wie mit Bayern, sage ich immer. Die Gemütsverfassung des Durchschnittsamerikaners jedenfalls ist mir naiv, sehr wohlwollend umschrieben. Von der Welt wissen die meisten Amerikaner nicht sehr viel. Die meisten Amerikaner wissen nur eins von der Welt: Wir sind die Guten. Und das ist eine sehr schöne Sache, denn es geht nichts über ein einfaches Weltbild. Das kennen Sie noch aus den Zeiten des Feminismus. Wenn man weiß, wer der Böse ist, hat der Tag Struktur.
Für die Amerikaner war die Welt jahrzehntelang klar überschaubar. Das Reich des Bösen lag im Osten, die Sowjetunion, der Kommunismus, das wurde bekämpft. Man hat Bollwerke errichtet auf der ganzen Welt gegen den Kommunismus, zum Beispiel auch damals in Persien, heute der Iran. Da hat man einen sympathischen, talentierten, jungen Diktator, den Schah von Persien, Reza Pahlavi, so lange aufgerüstet, bis der über die viert- oder fünftgrößte Armee der Welt zum damaligen Zeitpunkt verfügte, als Bollwerk gegen den Kommunismus. Um die Armee finanzieren zu können, hat der Schah von Persien in guter amerikanischer Menschenrechtstradition seine eigene Bevölkerung derart unterdrückt und geknebelt, dass die verzweifelten Perser sich eines Tages hinter einen religiösen Führer geschart haben, um den Diktator loszuwerden. Der religiöse Führer hieß Ayatollah Khomeini. Da ist jetzt sympathisch nicht das Wort der Wahl. Sie spüren aber schon, wie verzweifelt die Perser gewesen sein müssen. Oder ahnen Sie das Ausmaß an Verzweiflung, das notwendig wäre, dass Sie sich hinter den Papst stellen, um Gerhard Schröder loszuwerden? Bleiben wir realistisch, die Verzweiflung der Deutschen war nicht mal groß genug, um sich hinter Edmund Stoiber zu stellen. Aber zurück zu diesem iranischen Ayatollah. Hat funktioniert. Sie können aber Khomeini sagen, was Sie wollen. Der Mann hat eine friedliche Revolution organisiert. Da ist kein Schuss gefallen von Seiten der Demonstranten. Es sind Menschen erschossen worden von der Armee, aber es kamen immer neue Demonstranten. Am Schluss standen 1 Million Demonstranten auf der Straße. Die viertgrößte Armee der Welt mit Gewehr im Anschlag den Demonstranten gegenüber. Und die haben gesagt, dann schießt doch. Ja komm, dann schießt doch. Wie viel wollt ihr jetzt noch erschießen? 50.000, 100.000, wie stellt euch das vor? Hier geht keiner mehr weg. Die Armee hat die Entschlossenheit der Bevölkerung gespürt. Sie hat sie in die Kaserne zurückgezogen, es ist kein Schuss mehr gefallen. Der Schah von Persien musste fliehen. Einer der mächtigsten Diktatoren der Region musste fliehen. Mit Farah Diba und der Parköfferchen vor Kohle. Ab nach Ägypten, später zu den Kumpels in die USA. Da ist er in ein adäquates Erdloch gezogen. So viel zum Thema, wie ein Volk einen brutalen Diktator überhaupt loswerden kann. Heutige Diktaturexperten sehen das natürlich völlig anders. Angela Merkel zum Beispiel. Angela Merkel zitiere ich am liebsten wörtlich. Ich habe noch keine bessere Möglichkeit gefunden, diese Frau zu beleidigen. Angela Merkel hat vor dem Irakkrieg wörtlich gesagt, ich habe in einer Diktatur gelebt. Ich weiß, Diktatoren sprechen nur die Sprache der Gewalt. Da habe ich mich geschämt. Wir hätten doch die Merkel in ihrem bewaffneten Kampf gegen Honecker unterstützen müssen. Wir hätten doch versuchen müssen, die Brüder und Schwestern in der DDR gewaltsam zu befreien, oder? Mit ein bisschen Glück wäre uns die Merkel als Kollateralschaden erspart geblieben. Ja, die Merkel sagt inhaltlich nicht viel. Aber wenn sie was sagt, dann ist sie doch nichts. Da können Sie fest von ausgehen. Aber zurück zu Khomeini. Khomeini hat den Schah von Persien vertrieben. Die Perser waren sauer. Die Amerikaner hatten bis zuletzt den Diktator unterstützt. Die Amerikaner waren auch sauer, denn die schönen Waffen waren jetzt in der Hand von Ayatollah Khomeini. Ein religiöser Fundamentalist. Ein Moslem. Moslems. Menschen, die ihre Religion ernst nehmen, für Katholiken unvorstellbar. Der Iran wurde damals quasi über Nacht, 1979 wurde der Iran vom Bollwerk gegen das Böse zum Reich des Bösen selber. Das entscheiden die Amerikaner ja nach Tageslage. Jetzt musste das Reich des Bösen wieder bekämpft werden. Da haben die Amerikaner gesagt, wer kann das für uns machen? Und da haben die auch wieder einen sympathischen jungen Mann gefunden. Der wohnte da gleich um die Ecke. Damals noch nicht in einem Erdloch. Saddam Hussein, ein talentierter Diktator seiner Zeit. Die Amerikaner haben gesagt, Hussein, wir machen ja schon seit Jahren prima Geschäfte miteinander. Wir wissen, du bist ein zuverlässiger, skrupelloser Diktator. Wir rüsten dich weiter auf. Du marschierst im Iran ein. Du stoppst den Khomeini mit seinem schiitischen Gottesstaat. Und die Ölquellen, die du erobern kannst im Grenzgebiet des Iran, die darfst du behalten zur Belohnung. Da drückt man Augen zu, wenn du die Grenze begradigst. Der Hussein war sofort einverstanden, denn mit Islam hat der Hussein noch nie was am Hut gehabt. Der Islam geht dem Hussein genauso weit am Arsch vorbei wie dem Bush das Christentum. Ja, die amerikanische Außenpolitik hat doch nichts mit Menschenrechten zu tun. Da geht es um Schürfrechte, sonst um überhaupt nichts.
Saddam Hussein wurde aufgerüstet. Wir haben ihn ja auch aufgerüstet. Es gibt die Liste mit den 68 deutschen Firmen, die Saddam Hussein aufgerüstet haben. Und die haben ja auch letztes Jahr die Beobachter angeboten, um zu gucken, ob noch alles da war. Der Hussein ist im Grunde ein fairer Geschäftspartner. Der hat sich an die Abmachung gehalten. Der ist schon 1980 über den Iran hergefallen. Er hat den Iran überfallen, ist aber nicht weit gekommen. Die blöden Perser haben sich gewehrt. Die Sache zog sich hin. 8 Jahre lang, Golfkrieg. 8 Jahre lang hat Saddam Hussein mit Unterstützung der Amerikaner einen Invasionskrieg gegen sein unschuldiges Nachbarland Iran geführt. Wir waren neutral, wir haben beide Seiten schön mit Waffen beliefert. Ja, das sind ja Arbeitsplätze, ne? Ohne Deutschland darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Oder so ähnlich. Ja. Nach 8 Jahren hat der Hussein gemerkt, ich komme da nicht rein. Ich kann nicht wirklich Fuß fassen, meine eigenen Verluste sind so groß. Er hat sich zurückgezogen in sein eigenes Land. Die Amerikaner haben geschmunzelt. Der Khomeini war ja 8 Jahre lang beschäftigt gewesen. 1 Million Tote, schöne Verluste auf beiden Seiten. Den Amis war es gerade recht. Und der Hussein wollte aber seine Belohnung. Ja, da haben die Amerikaner gesagt, ja, wie Belohnung? Hast du Ölquellen erobert? Nee, hat der Hussein gesagt, habe ich nicht. Ja, da hast du doch keine Belohnung. Da war der Hussein pampig. Da hat er ein bisschen rumgepumpt und 2 Jahre später hat er gesagt, wisst ihr was, da hole ich mir die Ölquellen jetzt in Kuwait, da komme ich viel leichter rein. Da waren die Amerikaner wieder pampig. Moment mal, Freundchen, welches Land du überfällst, das bestimmen ja wohl immer noch wir. Hussein, zum Mitschreiben. Perser abknallen und Kurden vergasen. Da hat keiner ein Problem mit. Aber Kuwait besetzen, da ist Schluss mit lustig. Der Hussein wusste gar nicht, was los war. Was hat er denn falsch gemacht? Hatte der Hussein irgendwas anders gemacht als all die Jahre vorher? Das muss man doch einmal erklären. Was hat Saddam Hussein 1990 anders gemacht als all die Jahre vorher? Hatte der sich verändert? Nee, der hatte sich einfach nur rumgedreht. Und hatte eine andere Nachbardiktatur überfallen. Kuwait ist genauso eine Diktatur wie all die Länder da unten. Aber über Nacht wurde Saddam Hussein vom Bekämpfer des Bösen zum Bösewicht des Jahrhunderts. Der neue Hitler war geboren. Drunter tun es die Intellektuellen bei uns ja nun gar nicht mehr. Unsere Intellektüllen messen alles in Hitler. Die Spiegel-Essays dürfen Sie auch noch mal nachlesen. 1991, Hans Magnus Enzensberger, Wolf Biermann, der neue Hitler. Da können Sie mal sehr schön sehen, was Alkohol aus Menschen machen kann. Nun musste der neue Hitler wieder bekämpft werden. Die Amerikaner haben gesagt, Hitler, das ist bei uns Chefsache. Die haben eine riesen Armee am Persischen Golf stationiert. Papa Bush hat die Armee dahin gebracht. Und seitdem sitzen die Amerikaner dort am Persischen Golf in den Ländern mit den Ölquellen. Denn wie sagte schon Henry Kissinger, der alte Fuchs und Friedensnobelpreisträger, Öl ist viel zu wertvoll, um es den Arabern zu überlassen. Blöderweise sind es aber nicht nur die Länder mit den Ölquellen, es sind dummerweise gleichzeitig die Länder mit den heiligen Städten des Islam. Und da muss man ja mal fragen, was der Herrgott sich da wohl bei gedacht hat. Unser schönes Öl bei den Moslems zu verbuddeln, ne? Denn allein die Anwesenheit der amerikanischen Soldaten in diesen Ländern ist der Affront für den gläubigen Moslem. Für den gläubigen Moslem ist das eine Gotteslästerung, ein Sakrileg. Durch die Anwesenheit ungläubiger Soldaten werden die heiligen Stätten entweiht. Das ist deren Glaube, das müssen sie einfach so akzeptieren. Das können sie ja komisch finden. Bei uns findet man den Islam ja sehr gerne komisch. Da wird im Karneval Witze darüber gemacht, ne? Da tragen die Frauen Kopftücher, 72 Jungfrauen im Paradies für den Märtyrer, ne? Was für eine alberne Religion. Ich weiß ja nicht, woran sie so glauben. Stehen sie auf Dreifaltigkeit oder auf Jungfräulichkeit? Gehen Sie da sonntags in den Tempel? Zur Copperfield-Show? Ja, knabbern Sie am Leib Christi rum, meine ich. Merken Sie, es ist ziemlich leicht, Sie über Leute Religionen lustig zu machen. Jeder hat das Recht, an was zu glauben, meine Damen und Herren. Das ist Religionsfreiheit. Jeder hat das Recht, an etwas zu glauben. Wer da Recht hat? Aus meiner Sicht sind alle Leute, die an so etwas glauben, einfach nur zu faul, um selber zu denken. Aber auch das ist nur meine Meinung. Wer Recht hat? Wer weiß das schon? Das erfahren wir vielleicht irgendwann mal. Wenn ich recht habe, erfahren wir es nie. Aber eines, das müssen Sie akzeptieren.
Für den gläubigen Moslem ist die Anwesenheit der Amerikaner in diesen Ländern wie für einen gläubigen Katholiken die Stationierung von Taliban im Vatikan. Was haben die Amerikaner da verloren? Menschenrechte schützen. Haben sie noch einen besseren Witz auf Lager? Was die amerikanische Regierung unter Menschenrechten versteht, das hat jetzt auch der letzte Araber kapiert, ne? Menschenintensivhaltung auf Guantanamo Bay. Menschen Gassi führen an Hundeleinen. Naja, Menschenrechte, es geht doch nie um Menschenrechte im Nahen Osten. Hören Sie doch endlich mit dem Geschwätz auf. Wenn es um Menschenrechte im Nahen Osten ging, hätte schon vor Jahrzehnten die UNO dahin gemusst. Mit Blauhelmtruppen muss man da rein. Palästinenser und Israelis voreinander schützen. Die Extremisten auf beiden Seiten müssen dingfest gemacht werden. Die Profiteure des Konfliktes, die Extremisten auf beiden Seiten. Arafat und Sharon in eine Gummizelle. Das wäre ein Anfang, das wäre ein Symbol. Aber Frieden im Nahen Osten, das wäre doch der amerikanische Albtraum. Stellen Sie mal vor, die jungen Israelis söhnen sich mit den jungen Arabern wirklich aus. Die einen haben das Rohöl, die anderen haben das technische Know-how. Die Amerikaner stehen endgültig außen vor. Das Einzige, was die noch auf Weltniveau produzieren können, die Amerikaner, das sind Waffen. Schon alles, was kompliziert ist, als ein Kühlschrank, müssen die heute importieren. Frieden im Nahen Osten wäre der Albtraum für die Amerikaner. Es geht doch nicht um die Menschenrechte, es geht um die Ressourcen. Das wird doch jetzt so endlich offen gesagt. Es geht ums Öl, meine Damen und Herren. Endlich kommt die Wahrheit zutage. Deshalb muss auch die Bundeswehr umgebaut werden, weil die NATO doch neue Aufgaben hat. Und da ist die Bundeswehr als Verteidigungsarmee natürlich ziemlich lästig. Wir sind ja eine reine Verteidigungsarmee, Grundgesetz, aber da steht da so ein Schwachsinn drin. Ne? Die Bundeswehr ist dazu da, an der Grenze den Feind so lange aufzuhalten, bis Militär kommt. Ist ja nie einer gekommen. All die Jahre nicht. Das Einzige, wofür unsere Panzer gut waren, waren Flurschäden in der Lüneburger Heide. Wir haben einsehen müssen nach 60 traurigen Jahren, keiner will mit uns deutschen Krieg spielen, wenn wir nicht anfangen. Und jetzt sollen die deutschen Soldaten wieder überall mitkämpfen dürfen. Peter Struck sagt heute, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Als der den Satz im Frühjahr gesagt hat, meine Damen und Herren, da war mir schon klar, dass bei dem mit der Durchblutung nicht mehr alles ganz in Ordnung ist. Die NATO hat eine neue Doktrin, da steht drin, NATO-Soldaten, also auch Bundeswehrsoldaten, dürfen noch außerhalb des Bündnisgebietes, out of area, eingesetzt werden, wenn zum Beispiel der Nachschub unserer Ressourcen gefährdet erscheint. Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir schützen nicht mehr das, was uns gehört. Wir schützen jetzt auch das, was wir gerne hätten. Aus dem Volk ohne Raum wurde ein Volk ohne Ressourcen. Und der Volksbund spricht von unserem Öl. Ja, so reden die Leute da auf der Straße. Am Stammtisch. Unser Öl. Was tut der Araber denn damit? Der sitzt da ja bloß drauf. Unsere Wirtschaft braucht das. Unser Öl. Nach derselben Logik hätte der Hussein hier seine Tankstellen verteidigen kommen können. Die USA haben den Hussein zweimal angegriffen und zweimal haben sie ihn vernichtend besiegt. Weil er eben kein Hitler ist, Herr Enzensberger. Gedichte mögen Sie ja interpretieren können. Aber beim Rest halten Sie doch einfach mal die Schnauze. Hussein. Hussein hat immer taktiert. Was geht nicht? Denken Sie zurück an den ersten Krieg gegen Hussein. 1990. Die Amerikaner haben die Riesenarmee stationiert. Papa Bush hat die Armee dahin gebracht. Am 17. Januar 1991 ging es los. Präzisionsbombardement. Erstmal 4 Wochen lang Bombardement. Die Amerikaner können ja heute mit chirurgischer Präzision. Die können mit chirurgischer Präzision aus 5 Kilometer Höhe. Die können keine Maschinen bauen, die Zettel zählen können. Aber die können aus... Die können aus 5 Kilometer Höhe mit chirurgischer Präzision die von der UNO verbotenen Splitterbomben um die Zivilbevölkerung drumherum abwerfen. Wenn da einer blöd beiseite springt, kann man jetzt nichts machen. Was die Amerikaner damals getroffen haben, ist im Nachhinein bekannt geworden. Die haben Tausende von irakischen Panzerattrappen zerstört. Diese aufblasbaren, diese Beate-Use-Modelle. Dann kam der Frontalangriff zu Lande. Angekündigt hatte Papa Bush die größte Panzerschlacht aller Zeiten. Ja, es ging ja gegen Hitler mit seiner Wahnsinnsarmee. Bei der Panzerschlacht sind dann 14 oder 17 amerikanische Soldaten ums Leben gekommen. Ist das eine Panzerschlacht? Ich bitte Sie, da ist da bei jedem Nebelunfall auf der A3 mehr los.
In beiden Kriegen gegen Hussein zusammen sind weniger amerikanische Soldaten ums Leben gekommen, als in Chicago jedes Jahr Menschen auf offener Straße erschossen werden. Und die Hälfte ist in beiden Kriegen von eigenen Kameraden erschossen worden. Alles wie zu Hause, von Jungs aus Chicago. Killed by friendly fire, wie die Amerikaner sagen. Nennen Sie das wirklich einen Krieg? Wenn auf einer Seite 150 Menschen sterben, auf der anderen Seite 30.000, ist für Sie ein Krieg? So zynisch sind Sie? Ich nenne das eine Verprügelungsaktion. Diesmal haben die Amerikaner gar nicht mehr so getan, als wenn es ein Krieg wäre. Einfach reinmarschiert sind die mit den Panzern. Die sind mit ihrer kleinen Truppe so schnell auf Bagdad vorgerückt, das einzige Problem war die Betankung der Panzer. Die sind mit den Tanklastzügen nicht schnell genug hin und her gekommen. Die haben an ganz normalen irakischen Tankstellen Benzin gekauft. Das ist ein Krieg, wa? Stellen Sie mal vor, der Russe vor Köln muss nach Düsseldorf zurück zum Tanken. Nehmt ihr doch Rubel. Na nix Visa. Rubel, es ist Krieg. Rubel. Und zwei Mars. Womit hätte denn die großartige irakische Armee kämpfen sollen? Die irakische Armee verfügt über alte Panzer. Die können andere Panzer auf 500 Meter Entfernung zerstören. Das wussten die Amerikaner ganz genau. Die Amerikaner haben die neuesten Panzer dahin gebracht. Die können andere Panzer auf 1500 Meter Entfernung zerstören. Satellitengestützte Navigation, Zielerfassung und Aufklärung. Da können Sie dreimal raten, wer da gewinnt. Da können Sie auch Vitali Klitschko auf einen Dreijährigen loslassen und sagen, pass auf, der Kleine hat einen schweren linken Haken. Nimm nicht in Acht. Aber der Hussein hatte ja die Massenvernichtungswaffen. Das ganze Land war ja voller Massenvernichtungswaffen. Wo sind die eigentlich abgeblieben? Das fragt man sich ja auch. Der Putin hat einen schönen Satz gesagt, kurz nach Kriegsende letztes Jahr. Der Putin hat gesagt, wenn ich die Amerikaner wäre, ich würde welche finden. Selbst dafür ist diese Kifferarmee zu blöd. Ja, der Putin war auch mal Chef vom KGB. Der Bush war ja nun mal Mitglied der örtlichen anonymen Alkoholiker. Wo sind die Massenvernichtungswaffen? Wo sind die ganzen Gründe für den Krieg geblieben, meine Damen und Herren? Erinnern Sie sich noch an die Gründe für den Krieg? Erst hieß es, der Hussein, der steckt hinter dem 11. September, der hat damit zu tun. Der hat das zumindest finanziert, der steckt mit Al-Qaida unter einer Decke, wenn er nicht sogar der treibende Motor da ist. Als das nicht ausreichte für einen Krieg, hieß es plötzlich, ja, der steht kurz vor der Entwicklung der Atombombe. Der hat Uran angekauft in Afrika. Der englische Geheimdienst von Tony Blair verfügt über ein lückenloses Dossier, das beweist, dass der Uran angekauft hat in Afrika. Als das immer noch nicht ausreichte, da kamen die Milzbrandangriffe. Können Sie sich erinnern? Milzbrandattacken in Amerika. Das war auch der Hussein. Ja klar, sofort. Wer soll das sonst gewesen sein? War immer noch nicht genug. Plötzlich kamen die Massenvernichtungswaffen ins Spiel. Der hat Unmenge von Massenvernichtungswaffen. Dann hieß es, der kann innerhalb von einer Dreiviertelstunde ganz Europa angreifen. Auch ein Dossier vom britischen Geheimdienst. Der kann innerhalb von einer Dreiviertelstunde Europa angreifen. Wissen Sie, wer dem britischen Geheimdienst das erzählt hat? Der jetzige Ministerpräsident des Irak, Herr Alawi. Kennen Sie den eigentlich? Das ist ein alter Geheimdienstmann von Saddam Hussein. Ein alter Kumpel von Hussein. Die haben in den guten alten Zeiten zusammen die Bevölkerung unterdrückt. Und dann haben die sich zerstritten, wie das bei Verbrechern ja schon mal so passiert. Der Alawi hat den Kürzeren gezogen, musste fliehen. Abgehauen ist er nach England. Von da aus hat er seitdem den Widerstand gegen seinen alten Kumpel Hussein organisiert, mit Anschlägen im Irak und allem drum und dran. Und um endlich die Weltbevölkerung dazu zu kriegen, ihn wieder da zu installieren, hat er den Engländern erklärt, er wüsste ganz genau, der Hussein hätte Waffen, die könnten ihn von einer Dreiviertelstunde ganz Europa angreifen. Und zum Dank haben die Engländer ihn ja jetzt zum Ministerpräsidenten gemacht. Ja. Nichts von den ganzen Gründen war korrekt. Es war alles erstunken und erlogen. Viele haben das damals schon gesagt. Und wie sagte Herr Schäuble damals auf den Vorwurf, der Krieg ist ungerechtfertigt? Herr Schäuble sagte in einem Vortrag, der Irakkrieg ist eine schlechte Lösung. Aber eine noch schlechtere Lösung wäre eine gedemütigte Weltmacht USA. Da können Sie mal sehen, was für ein Kelch an uns vorbeigerollt ist als Bundespräsident. Vergessen Sie es nie wieder, das perverse Weltbild des Dr. Wolfgang Opferschäuble. Der Schäuble hat doch im Prinzip gesagt, ein paar tausend tote Iraker sind schlimm. Aber noch schlimmer wäre, wenn die Regierung Bush zugeben müsste, dass sie gelogen hat. Saddam Hussein als Hitler. Hm?
Und inzwischen hat der Busch zugegeben, ja, es war alles erstunken und erlogen. Während Friedbert Pflüger, der außenpolitische Experte der CDU, noch glaubte, nächste Woche finden sie die Massenvernichtungswaffen, hat der Busch schon längst gesagt, ja, wir wissen ja, das war alles gar nicht wahr. Da hat der Körper doch kein Problem mit gehabt. Busch hat da gestanden und hat gesagt, ja, mein Freund Tony Blair glaubt bis heute, dass mit dem Uran, den in Afrika, aber unter uns, das hat mein Geheimnis sich aus den Fingern gesaugt. Die mussten irgendwas nach Hause berichten, die Jungs wollen ja auch ihr Geld verdienen. Al-Qaida und Kontakte zu Hussein, müssen wir heute sagen, hat es nie gegeben. 11. September hat der Hussein nichts mehr zu tun gehabt. Milzbrandangriff in Amerika, da haben Sie nie wieder was von gehört, oder? Das Letzte, was ich gelesen habe vor über einem Jahr, war, dass die Milzbrandviren aus einem amerikanischen Militärlabor stammten. Danach ist nie wieder was darüber geschrieben worden. Denn dass der Hussein in ein amerikanisches Militärlabor eingebrochen wäre, um unbemerkt Milzbrandviren zu klauen, das hätte nicht mal die Merkel geglaubt, meine Damen und Herren. Bush sagt heute, ja, auch die Massenvernichtungswaffen hat er wohl schon länger vorher vernichtet. Wir wissen es heute alles, wir geben es zu, es gab keinen echten Grund für den Krieg. Und trotzdem war der Krieg gerechtfertigt, sagt der Bush. Er sagt wörtlich, ich musste etwas unternehmen. Ich konnte diesen gefährlichen Irren nicht an der Spitze dieses Staates lassen. Und meine Damen und Herren, wenn das in Zukunft der Grund für einen demokratisch geführten Krieg ist, wenn ein gefährlicher Irrer an der Spitze eines Staates steht, ich weiß ja nicht, woran Sie jetzt denken. Aber in Italien würde ich auch schon mal die Jalousien runterlassen. Oder sagen wir es andersrum, in Hessen und Bayern haben die seit Jahren sehr viel Glück gehabt. Saddam Hussein als Hitler. Haben Sie ihn gesehen in seinem Erdloch? Was für eine Fehlbesetzung, ne? Ich sehe Peter Schellatur noch vor mir in den Talkshows vor dem Krieg. Der Hussein, der wird bis zur letzten Patrone kämpfen. Das sind Fanatiker, hat der Schellatur gesagt. Das wird einen Häuserkampf geben. Die Amerikaner werden in Bagdad Haus für Haus erobern müssen. Der Hussein, der wird bis zur letzten Patrone kämpfen. Peter Schellatur, den hat der Vietcong auch nicht voll getroffen. Haben Sie ihn gesehen in seinem Erdloch? Nicht schießen, ich bin der gewählte Präsident des Irak. Was für ein Hitler, wa? Ich habe gedacht, die haben den Tirse da aufgegriffen in Bagdad. Zweimal haben die Amerikaner ihren Verbündeten Saddam Hussein besiegt. Und Papa Bush war clever. Der hat den an der Macht gelassen, geschwächt an der Macht. Schiiten, Sunniten, Kurden war sein Problem, weiterhin. Total geschwächt, absolutes Handelsembargo, ein Arschloch im Wandschrank, für eine Weltmacht eine prima Sache. Ja, wenn es zu Hause nicht so läuft, wenn die Konjunktur nicht anspringt, wenn die Praktikantin rumzickt. Man holt das Arschloch aus dem Wandschrank, bum, 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 da kommt er wieder weg. So auch jetzt beim Terrorismus. 11. September. Alle sind geschockt, vor allen Dingen in Amerika. Auch zu Recht geschockt. Was können wir tun? Wir müssen etwas tun, wir müssen etwas bombardieren. Als Antwort, ja. Bombardieren wir Afghanistan. Prima, da ist eh schon alles kaputt. Mach los. Also, 4 Wochen bomben wir nochmal. Super. Terrorismus weg? Nee, Taliban sind weg. Terrorismus ist immer noch da. Wir können ja nicht mal Osama Bin Laden fangen, sei mal ehrlich. Aber wir wissen auch, wo ein Arschloch am Wandschrank sitzt. Ja, hat er was mit dem 11. September zu tun? Nee, aber wir wissen, wo er ist. Also, raus damit! Bom, 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 bom. Und was macht der blöde W? Er macht den Wandschrank leer. Ich sah den, ja. Wer ist jetzt in Zukunft schuld? Jetzt haben die Syrer Angst, dass sie in den Schrank müssen. Es geht doch um die Freiheit. Afghanistan war auch besetzt von bösen Russen damals. Da haben die Amerikaner gesagt, der Russe muss da raus, wer kann das für uns machen? Da haben die wieder einen sympathischen jungen Mann gefunden. Osama Bin Laden. Die Amerikaner haben gesagt, Osama, wir rüsten dich auf und dann kämpfst du gegen die gottlosen Russen. Ja, mit wem soll ich denn kämpfen, hat der Osama gesagt, ich hab doch hier keine Leute. Diese paar afghanische Freiheitskämpfer, die hier rumlaufen, da kann ich nichts mit tun. Leute besorgen wir dir auch, haben die Amerikaner gesagt. Das war die Geburtsstunde von Al-Qaida. Denn das Problem in Afghanistan bis heute sind nicht die alten afghanischen Freiheitskämpfer. Das Problem sind die Söldner, die da hingebracht worden sind. Die Amerikaner haben, um die Russen zu vertreiben, da sind die Amerikaner stolz drauf, da brüsten die sich mit. Die haben 100.000 Söldner angeworben. Die haben mit Hilfe von Saudi-Arabien in den arabischen Ländern 100.000 fanatische junge Moslems angeworben und nach Afghanistan gebracht. Die haben diese religiösen Wirrköpfe
Diese zu allem entschlossenen potenziellen Selbstmordattentäter, die haben die praktisch der Hamas unter der Nase weggeschnappt und haben denen in Afghanistan ein besseres Angebot gemacht. Man könnte auch sagen, die USA sind der FC Bayern München des internationalen Terrorismus. Und dann hat der Osama Bin Laden mit seinen Mujahideen gegen die gottlosen Russen gekämpft, mit Unterstützung der Amerikaner, 10 Jahre lang. 15.000 tote russische Soldaten durch Terroranschläge Osama Bin Ladens. War noch Terroranschläge, oder? Frau Merkel, Sie haben noch so ein klares Weltbild. Sie müssen noch mal helfen. Ein Land ist besetzt, Frau Merkel. Und eine Gruppe kämpft mit Waffengewalt gegen die Besatzer. Das ist doch Terrorismus, oder? Hamas oder Hamas nicht? Nach heutiger Logik, nach Sharon-Logik, hätten die Russen damals einfach nur in Washington in der Fußgängerzone mit Kampfhubschraubern Regierungsmitglieder angreifen müssen, um den afghanischen Terroristen den Nachschub abzuschneiden. Aber das hätte sich wahrscheinlich nicht mal der Sharon getraut, sagen wir mal so. Osama Bin Laden hat die Russen vertrieben, nach 10 Jahren. Das Land war komplett zerstört, aber frei. Und die Amerikaner haben gesagt, super, guckt euch da euer Land an, es ist frei. Ja, es sieht nicht so schön aus. Aber es ist euer Land, viel Spaß damit. Ja, wie total vermint. Habt ihr schon mal Bodenschätze? Ja? Man hat die Afghanen im Dreck sitzen lassen. Man hat die ihrem Schicksal überlassen. Was haben die 100.000 Söldner gemacht? Die hatten nie was anderes getan als gekämpft. Die haben weitergekämpft. Die haben sich neue Auftraggeber gesucht. Die Landesfürsten, die verschiedenen Landesfürsten in Afghanistan. Und seitdem kämpfen die alten Söldner da in verschiedenen Konstellationen immer wieder gegeneinander. Zwischendurch gingen die Taliban als Ordnungsmacht hervor. Und als ihre Brüder und Schwestern in Tschetschenien auch noch von den gottlosen Russen befreien wollten, da waren es dann echte Terroristen. Denn die USA hatten schon wieder die Seite gewechselt und sich diesmal mit dem Massenmörder Wladimir Putin verbündet. Das ist ein Massenmörder, oder? Tschetschenien, das ist Völkermord. Das sind ethnische Säuberungen, das können Sie sogar in jeder konservativen Zeitung nachlesen. Massenmörder Putin, das sind die Leute, mit denen mein Kanzler gerne seinen 60. Geburtstag verbringt. Für die Ehrendoktorwürde der Universität Hamburg hat es nicht ganz gereicht, aber für den 60. Geburtstag von Schröder, da reicht es dann. Ja, hören Sie mal, der Unterschied zwischen Putin und Hussein besteht doch nicht in der Zahl der Menschen, die auf dem Gewissen haben. Der Unterschied besteht darin, der Putin hat die Waffen, die dem Hussein nur unterstellt worden sind. Hätte der Hussein all die Waffen wirklich gehabt, der wäre doch niemals angegriffen worden. Der war heute noch im Amt, der wäre bei Schröder auf den 60. Geburtstag eingeladen worden. Der würde im Bundestag und auf der UNO, der würde Reden schwingen über die Bekämpfung des schiitischen Terrorismus in seinem Land. Und der Alawi war der Staatsfeind Nummer 1 und Terrorist. Die Amerikaner haben die Mujahideen benutzt in Afghanistan. Sie haben sie benutzt wie Klopapier. Und dann haben sie weggeschmissen. Ist aber kein Klopapier Rumsfeld. Es sind Menschen. Seelisch zerstörte Menschen. Und die kommen jetzt zurück und packen genau an den Arsch, an dem sie abgewischt worden sind. Und ich hoffe, Sie können eine Erklärung von einer Rechtfertigung unterscheiden. Denn zu rechtfertigen gibt es ja gar nichts. Die Anschläge sind widerlich. Egal ob in Bagdad, in Madrid, in Washington oder New York. Es ist einfach entsetzlich. Was ich allerdings auch nicht begreife bis heute ist, wieso ein Selbstmordattentäter feig und hinterhältig ist, und der Bomberpilot, der aus 5 Kilometer Höhe Bomben auf unschuldige Menschen schmeißt, mutig und tapfer ist. Das verstehe ich auch nicht. Aber die Anschläge waren widerlich. Und wie immer, wenn das Entsetzen so groß ist, dass einem wirklich die Worte fehlen, dann ist bei uns gleichzeitig kein Mangel an hohlen Phrasen aus noch hohleren Köpfen. Nach dem 11. September. Dieser Tag hat die Welt verändert. Nichts wird jemals wieder so sein, wie es war. Das war meine Lieblingsüberschrift aus der Zeit, dem Fachblatt der deutschen Intellektüllen. Nichts wird jemals wieder, die hätten auch schreiben können, so jung kommen wir nie wieder zusammen. Intellektuelle Hilflosigkeit in die Zeitung gekackt. Apropos intellektuelle Hilflosigkeit, Franz Müntefering. Auch immer für den Scherz gut. Müntefering meinte nach den Anschlägen des 11. September, als bei uns die Börse einbrach, das wäre so in der Globalisierung, hat der Müntefering gesagt. Wenn auf der Welt irgendwas passiert, betrifft uns das jetzt hier auch.
Müntefering, ich weiß ja nicht, welche Drogen im Sauerland gereicht werden. Aber vielleicht erinnerst du dich ja noch, als in Ruanda 1 Million Tutsis von den Hutus ermordet wurden. Damals mit Hilfe der Franzosen. Jeder darf ja mal. Müntefering, da brach bei uns die Wirtschaft zusammen. Weißt du noch, Müntefering, Globalisierung. Wir Exportnation Nummer 1, 1 Million Konsumenten auf einen Schlag weg. Da werden schon 3000 Tote im World Trade Center am nächsten Tag alle deutschen Firmen um 30% an Wert verlieren lassen. Aber da wird der Müntefering Ihnen mit Hilfe der Analysten erklären, Sie dürfen das nicht mengenmäßig beurteilen. Sie können 3000 Amerikaner nicht mit 1 Million Afrikaner gleichsetzen. Die müssen das qualitativ einschätzen lernen. In Südafrika sterben jedes Jahr 1 Million Menschen an AIDS. Man kann die Leute lange am Leben halten. Man kann AIDS nicht heilen, man kann aber den Ausbruch der Krankheit viele Jahre hinauszögern. Die Medikamente gibt es, die sind aber so teuer, die kann sich kein Afrikaner leisten. Da hat die südafrikanische Regierung einen schönen Vorschlag gemacht. Die haben gesagt, wir stellen das Zeug selber her. Wir machen alles selber. Wir geben das zum Selbstkostenpreis an die Leute ab, retten unsere Menschen und euch kostet das überhaupt nichts. Wir brauchen nur die Lizenz, die Erlaubnis, es tun zu dürfen. Und da hat George W. Bush damals auf der Welthandelskonferenz, vermutlich im Namen der Firmen, die ihm die Präsidentschaft gekauft haben, gesagt, das täte ihm wirklich leid, aber billige Medikamente, das verstieße gegen die Prinzipien der freien Weltwirtschaft. Und das müssen Sie übers Bett hängen, meine Damen und Herren, damit Sie wissen, wofür wir kämpfen, leben und sterben. Das Überleben von Negern ist den Aktionären der Pharmakonzerne nicht zuzumuten. Es verstößt gegen die Prinzipien der freien Marktwirtschaft. Sie wundern sich, dass wir Bomben unter den Arsch gelegt kriegen? Wann fangen Sie an, sich zu wundern, warum wir so wenig Bomben unter den Arsch gelegt kriegen? Wenn aber 5 kostbare Amerikaner an Milzbrand erkranken, weil ein durchgeknallter amerikanischer Militärwissenschaftler seine Forschungen unbedingt in meiner Praxis ausprobieren wollte, da musste die Firma Bayer aus Leverkusen sofort das Patent für das Milzbrandmedikament rausrücken. Es gab nur ein Medikament gegen Milzbrand auf der ganzen Welt von Bayer Leverkusen, das Geschäft des Jahrhunderts. Und die Amerikaner haben gesagt, Patent? Die Komiker vom Rhein. Das könnt ihr euch in die Haare schmieren, das Patent, das heben wir morgen auf. Nationaler Notstand, nur guckt doch nicht so blöd. Oder ihr verkauft das Medikament ab sofort zu dem Preis, den wir euch jetzt hier vorschlagen. Bayer hat 2 Tage verhandelt, hat den Preis um die Hälfte gesenkt. Das ist freie Marktwirtschaft, meine Damen und Herren. Denken Sie in Zukunft immer dran. Freie Marktwirtschaft heißt nur eins. 5 Amerikaner sind 10-mal so wertvoll wie 1 Million Südafrikaner. Der Amerikaner ist die Orchidee unter den Menschen. Okay, der Rumsfeld ist ein Stinkmorchel, aber der Amerikaner ist die Orchidee unter den Menschen. Wir Europäer sind vielleicht ein Gänseblümchen. Der Rest ist Unkraut, da können Sie in der Pfeife rauchen. Schütten Sie mal einem Amerikaner einen heißen Kaffee über die Hose. Sie haben einen Prozess am Hals, da werden Sie Ihres Lebens nicht mehr froh. Die Kinder verklagen Sie noch, weil die mit einem traumatisierten Vater groß werden müssen. Wenn aber eine amerikanische Friedenskampfbombererhaltungsstaffel, das wiederhole ich nicht, ich bin froh, wenn das einmal richtig rauskommt. Wenn die in Afghanistan Patrouille fliegt und in einem afghanischen Bergdorf feiert jemand Hochzeit, und es ist gute afghanische Tradition, bei der Hochzeit ein paar Salutschüsse abzulassen. Und es ist gute amerikanische Tradition, wie wir jetzt auch aus dem Irak wissen, Salutschüsse sofort freundlich zu erwidern. Dann zahlt die amerikanische Regierung am nächsten Morgen für jeden der 46 irrtümlich erschossenen Hochzeitsgäste 200 US-Dollar Entschädigung. Das ist der offizielle Kurs für einen irrtümlich erschossenen afghanischen Zivilisten. 200 Dollar. Ich weiß nicht, was 100 Gramm schwarze Afghanen im Augenblick auf den Markt bringen. Aber Sie können mal überschlagen, wie viele Afghanen Sie abknallen können, bevor Sie einem Amerikaner einen heißen Kaffee über die Hose schütten können. Bei uns war die Hölle los nach den Anschlägen. Peter Struck blieb es vorbehalten, zu rufen, jetzt sind wir alle Amerikaner. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe schon Probleme genug, damit Deutscher zu sein. Ich bin mit meinem bisschen Menschsein derart ausgelastet, zum Deutschsein komme ich ganz selten. Plötzlich waren wir alle Amerikaner. Vor ein paar Monaten waren wir plötzlich alle Spanier. Man kommt gar nicht mehr hinterher. Vielleicht sind wir morgen alle Franzosen, Holländer oder Belgier. Man muss ja schon nachgucken, um zu wissen, was man sein muss.
Nur eines bleibt ihnen erspart. Der Struck wird nie kommen und sagen, jetzt sind wir alle Afrikaner. Was uns nicht erspart blieb, war der Kanzler mit seinem unglaublichen Geschwafel von der uneingeschränkten Solidarität. Und immer wenn du meinst, blöder geht's nicht mehr. Und das denke ich bei Schröder in immer kürzeren Abständen. Immer wenn du meinst, blöder geht's nicht mehr, kommt von irgendwo ein Merkel her. Sie hat wieder einen draufgesetzt. Angela Merkel hat ja wirklich versucht, Karriere als Buschzäpfchen zu machen. Und sie hat es angekündigt. Kurz nach den Anschlägen auf einer Pressekonferenz sagte diese Frau wörtlich, Solidarität heißt, im Zweifelsfall zu allem bereit zu sein. Dann hat sie vergessen, noch hinten die Pumps zusammenzuschlagen. Zu allem bereit, Merkel. Von solchen Menschen wurde Deutschland immer gerne regiert, nicht? Naja, zu allem bereit. Ami Befehl, ich folge dir, oder was? 40 Jahre Diktatur gehen wohl doch nicht so spurlos an der Festplatte vorbei. Früher hieß es Helm ab zum Gebet, heute heißt es Hirn ab zur Solidarität. Natürlich hat sich auch etwas verändert nach den Anschlägen, auch in Deutschland. Wir Deutschen sind doch normalerweise ein Volk von 80 Millionen Fußballexperten und potenziellen Bundestrainern. Und damals wurden wir quasi über Nacht zu einem Volk von 80 Millionen Islamexperten und potenziellen Antiterrorspezialisten. Und die große Frage ist doch bis heute, wie unterscheide ich den friedlichen Muselmann vom gemeingefährlichen islamistischen Terroristen? Das Tragen von Kopftüchern und langen Bärten hat sich nicht als gutes Unterscheidungsmerkmal herausgestellt. Schon war der Verfassungsschutz völlig überfordert. Wie, die haben die Bärte abgemacht? Da können wir sie nicht mehr finden. Woran erkennen Sie Terroristen? Neonazis erkennen Sie leicht. Funktionäre von der NPD, die erkennen Sie am Gehaltscheck vom Verfassungsschutz. Aber woran Terroristen? Mohammed Atta, die Terrorbestie aus Hamburg, war doch genau das, was sich Otto Schily und der Beckstein unter einem perfekt integrierten Ausländer vorstellen. Mohammed Atta sprach wesentlich besser Deutsch als laut der PISA-Studie 2/3 unserer deutschen Schüler. Der hat sogar seine GEZ-Gebühren bezahlt. Da wissen Sie nicht mal, was das ist, ne? Ja. Der hat die GEZ-Gebühren bezahlt, als Student. Sofort wurden die Kriterien für die Rasterfahndung verändert. Es musste was passieren. Wir alle sind da bedroht durch den islamistischen Terror. Spüren Sie die Bedrohung nicht? Wie viele Deutsche sind im Kampf gegen den islamistischen Terror schon gestorben? Allein die Raucher, die finanzieren das ja alles. Seit Januar 2002 extra Aufschlag auf die Tabaksteuer. Zweckgebunden für den Kampf gegen den Terror. Millionen von Euro kratzen die Raucher sich jedes Jahr aus ihren Lungen im Kampf gegen den Terrorismus. Man ist ja schon froh, dass bei der Flut im Osten nicht auf die Trinker zurückgegriffen hat. Hundertfünfzigtausend Deutsche sterben jedes Jahr in den Folgen von Rauchen. 50.000 Deutsche sterben in den Folgen von Saufen. 6.000 bis 7.000 sterben im Straßenverkehr. Der Preis der Mobilität. Lese ich in der Zeitung. Weil Geiz ja geil ist, lassen die Spediteure ihre Lkw-Fahrer so lange durch die Gegend fahren, bis die übermüdet einschlafen und Menschen totfahren. Ungebremst auf Stauende. Unerklärlich. Der Preis der Mobilität. Ich nenne das gesellschaftlich akzeptierten Massenmord. Die alten Menschen in Deutschland haben Angst vor Al-Qaida. An ihrer Stelle hätte ich Angst vor deutschen Busfahrern. Deren Trefferquote liegt wesentlich höher. Nochmal 6.000 Deutsche sterben durch Grippe. Jedes Jahr stinknormale Grippe, nicht SARS oder sowas. 15.000 Deutsche sterben durch Ärztepfusch. Jedes Jahr. 15.000 Tote durch Ärztepfusch. Da muss ein Al-Qaida-Kämpfer lang dran stricken. Das macht der Hartmann-Bund montags nachmittags. Aber was sind all diese Toten? Was sind sie im Vergleich zur Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus? Denn das ist der deutsche Albtraum. 30 Jahre lang nicht rauchen und dann beim Terroranschlag ins Leben kommen.
Und deshalb müssen Maßnahmen ergriffen werden, wenn sie noch so sinnlos sind. Die Bevölkerung muss das Gefühl haben, es werden Maßnahmen ergriffen zur Sicherheit. Metin Kaplan muss ausgewiesen werden, der Kalif von Köln. Er tanzt dem Rechtsstaat auf der Nase herum. Soweit haben wir es gebracht. Dass Menschen, die ihre vom Gesetz verbrieften Rechte in Anspruch nehmen, dem Rechtsstaat auf der Nase herumtanzen. Soweit hat es die Hysterie in Deutschland schon wieder gebracht. Ja. Jetzt wollen sie potenzielle Terroristen ausweisen. Das wird lustig. Wie heißt die Formulierung im Gesetz? Tatsachengestützte Gefahrenprognose. Mal gucken, wie lange das Bundesverfassungsgericht braucht, um den wieder zu kippen. Tatsachengestützte Gefahrenprognose, das war der Irakkrieg auch. Tatsachengestützt vom Geheimdienst. Wollen Sie wirklich Deutschland sicher machen, indem Sie potenzielle Terroristen ausweisen? Wie naiv sind Sie eigentlich? Wann haben Sie Deutschlands Grenzen zuletzt in Ruhe mal angeguckt? Wollen Sie Terroristen rausschmeißen? Wer hier rein will, wirklich was anstellen will, der schafft das auch. Da können Sie doch in einem Haus alle Fenster einschmeißen und sagen, jetzt schmeißen wir mal alle Mücken raus. Es gibt nur eine Möglichkeit, Deutschland richtig sicher zu machen, und die haben wir 1989 abgerissen. Ja. Vielleicht ist es das, was Beckstein, Schilly und Schönbaum eigentlich wollen. Ne? Eine schöne Mauer, diesmal ganz drumherum, um ganz Deutschland, eine richtig schöne Mauer. Eine riesen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Alle Ossis haben wieder einen Job. Diesmal schießen sie auf die, die rein wollen, nicht mehr auf die, die raus wollen. Hoffentlich können wir sie rechtzeitig umtrainieren. Der Fingerabdruck muss in den Personalausweis. Ja klar, der Otto Schiele hat gesagt, der Beckstein hat recht. Und wir sollen uns nicht anstellen mit dem Datenschutz. Die Spanier hätten den Fingerabdruck seit über 30 Jahren im Personalausweis. Und das stimmt, das hat der General Franco noch eingeführt. Chilis großes Vorbild. Ist in Spanien blöd gelaufen. Hat einen Diktator eingeführt, ist der Demokratie in die Hände gefallen. Chili macht das lieber umgekehrt. Und sobald wir den Fingerabdruck und Personalausweis haben, dann sind wir sicher, ne? Ich wette mit Ihnen, dann haben wir genauso wenig Terroranschläge wie die armen Spanier. Bis neulich. Herzlichen Dank. Durch die Hin- und Herlauferei wird der Abend auch nicht kürzer. Ich bin ein Freund offener Worte, das haben Sie im Laufe des Abends bemerkt. Und das soll an dieser Stelle jetzt auch so bleiben. Was ich jetzt sage, meine ich so, wie ich es sage. Es gäbe eine Zugabe, aber ich dränge mich nicht auf. Wenn Sie nach Hause... Ein Thema ist allerdings ein bisschen kurz gekommen heute Abend. Das nimmt der Kabarettbesucher auch übel, wenn das gar nicht vorkommt. Sehen Sie, wenn an einem solchen Abend so viele Berufsgruppen beleidigt werden und die Lehrer müssen einfach so nach Hause gehen, ein Kabarettabend ohne Lehrer ist wie alkoholfreies Bier. Die Schulen ein Albtraum, alles nur Abituristen, die da runterkommen. Nun, Schole, sed vita, Diskimus übersetzen, die heute wahrscheinlich nicht in der Schule, in der Disco findet das Leben statt. Meine Generation, die das große Latinum noch vom Nachbarn abgeschrieben hat. Wir wussten ja nicht mehr viel, aber eins haben wir noch gewusst. Der Satz heißt nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. So haben wir doch früh begriffen, Schule, das ist das genaue Gegenteil von Leben. Und wer von uns mit dem Leben nichts zu tun haben wollte, der ging zurück in die Schule. Von da bleibt nur noch die Flucht ins Parlament. Da ist überhaupt kein Leben. Aber jetzt kommt das Leben in die Schule. Alle sind völlig entsetzt. Es ist ja auch kein Geld mehr da. Alles rottet vor sich hin. Die Schulen sehen wirklich furchtbar aus. Manche sagen, in den Schulen, da rieselt der Putz von den Wänden mit dem Kalk in den Köpfen der Lehrer um die Wette.
Sponsoren sollen die Rettung sein. Schulfeste von Sponsoren finanziert. Wollen die einen Banner auf dem Schulhof aufhängen. Geräte von Sponsoren finanziert. Wollen die ein Logo aufkleben aufs Gerät. Sind ja Sponsoren. Da kommen die Pädagogen und sagen, das können wir nicht machen. Das ist Werbung. Da werden die Kinder in der Schule schon durch Werbung manipuliert. Das können wir nicht machen. Da ist die Schule ein werbefreier Raum. Wann haben Sie Kinder zuletzt mit Verstand angesehen? Die meisten laufen doch rum wie kleine Litfaßsäulen. Kriegen die da was für? Nee, und das müsste man kreativ nutzen. Wenn man dreimal so viele Lehrer einstellen würde, die würden ja gebraucht. Natürlich braucht man dreimal so viele Lehrer und gute Lehrer. Das Beste, was wir kriegen können unter den Akademikern, das ist gerade gut genug für die Ausbildung der Kinder. Nicht wie jetzt wieder alles von den Hecken und Zäunen einsammeln, was bis drei zählen kann. Und wenn Sie die guten Akademiker als Lehrer haben wollen, müssen Sie erst mal den Beruf wieder attraktiv machen. Dann muss der Lehrer wieder was Besonderes sein, eine Respektsperson, wo man so aufschaut. Nicht der Fußabtreter einer Nation, auf dem jeder rumtrampelt, dafür selber nicht bis drei zählen kann. Und wenn Sie das erreichen wollen, müssen Sie erst mal das Studium mindestens doppelt so schwer machen. Damit Sie dann nicht mehr jedes Würstchen durchmogeln kann wie in den letzten 20 Jahren. Ja. Und das Studium muss endlich umorganisiert werden. Nicht wie jetzt, 6, 8, 10, 12, 14 Semester Hochschulstudium. So ein Kopf voll Fachwissen, da kommen die in die Schule. Da sitzen ja Kinder, was mache ich denn jetzt? Nach zwei Semestern Uni erstmal alle ab für ein Jahr in die Schule. Nicht 4, 6 Wochen Praktikum, ein Jahr in die Schule. Als Teil der Ausbildung. Wer mit Kindern nicht klarkommt, kriegt einen Stempel auf die Brust, zum Unterrichten nicht freigegeben. So, die guten Akademiker sind aber auch gewohnt, dass die Geräte funktionieren, mit denen sie arbeiten sollen. Das ist in der freien Wirtschaft offensichtlich so. Die guten Akademiker sind auch gewohnt, dass die Räume, in denen sie arbeiten, nicht stinken. Dass man die Toiletten benutzen kann, dass es im Winter nicht zu kalt ist, weil es durch die Fenster zieht. Und die guten Akademiker sind auch gewohnt, dass die Arbeitsgruppen, mit denen sie zu tun haben, klein genug sind, damit man überhaupt vernünftige Ergebnisse erzielen kann. Und wenn Sie das alles organisieren, dann können Sie hinterher auch das Drittel Vollidioten wieder aussortieren, was derzeit als Lehrer getarnt an den Schulen rumturnt und die Kinder das Leben zur Hölle macht. Ja, natürlich gibt es ein Drittel absolute Vollidioten unter unseren jetzigen Lehrern. Da diskutiere ich auch nicht drüber. Denn neulich kam wieder ein Rektor nach der Aufführung und meinte, ich lege mit der Schätzung ziemlich günstig. Ja. Und wenn ein Lehrer zu Ihnen sagt, er kennt keine Idioten unter seinen Kollegen, dann kennt er aus einem bestimmten Grund keine. Also dreimal so viele Lehrer, vernünftig ausgebildet mit vernünftigen Arbeitsbedingungen. Und dann brauchen wir Ganztagsschulen flächendeckend. Die Eltern fallen doch heute als Erzieher komplett aus. Gucken Sie mal an, was in der Grundschule als Rohmaterial angeliefert wird heutzutage. Ein Drittel der Eltern hat den Kampf mit den Kleinen schon in Runde 2 aufgegeben. Wenn deren Kinder zum ersten Mal Nein sagen können, sagen diese Eltern, okay, dann ist der Fall für mich erledigt. Das zweite Drittel ist alleinverziehend. Diese Kinder surfen ein Leben lang auf dem Schuldkomplex ihrer Erzeuger durch die Welt. Das Kind musste schon mit einem Elternteil groß werden. Mehr war dem emotional nicht zuzumuten. Der Rest sind die Doppelverdiener. Die schuften rund um die Uhr, um sich selbst zu verwirklichen. Gucken Sie mal in die glücklichen Gesichter. Oder um das große Haus bezahlen zu können und die große Wohnung, damit jedes Kind ein eigenes Kinderzimmer hat, wo es am Ende alleine drin sitzt und randaliert, weil keiner mehr Zeit hat, mit ihm zu spielen. Dreimal so viele Lehrer, Ganztagsschulen. Wenn Sie Hauptschullehrer haben wollen in Großstädten, dann müssen Sie Schmerzensgeld zahlen. Oder in so eine Zulage. Wann waren Sie denn zuletzt? Hier in Berlin im Brennpunkt in der Hauptschule. Da kommen Sie morgens rein, da heißt das, geh zu Hause, du alte Scheiße. Ja, ist lustig, ne? Stellen Sie mal vor, Ihr Chef begrüßt Sie jeden Morgen so. Ist ja nur ein Halbtagsjob, ne? Das blödste Argument überhaupt. Wer stellt sich denn freiwillig jeden Tag stundenlang vor 30 Kindern, mit denen Ihre eigenen Eltern nichts zu tun haben wollen? Wer hier über faule Lehrer schimpft, soll doch bitte beweisen, dass er nicht nach 5 Stunden vor so einer Klasse in der Klapsmühle sitzt mit einem Nervenzusammenbruch. Das Geld muss in die Schulen, wenn dieses Land überhaupt noch eine Zukunft haben soll, wenn wir nur eine Rente sehen wollen. Da müssen alle Ressourcen, die wir jetzt noch haben, in die nächste Generation gepumpt werden. Herr Struck, falls Sie aus dem Hirnkoma noch mal aufwachen. Deutschland wird nicht am Hindukusch verteidigt. Deutschland wird in der Hauptschule verteidigt. Und in der Grundschule, im Kindergarten, in der Gesamtschule und in der Realschule.
Und da tun sie mit ihren Eurofightern überhaupt nichts, genauso wenig wie bei der Terrorbekämpfung. In die Schulen müssen Sozialpädagogen, da müssen Psychologen in die Schulen, Sozialpädagogen für die Kinder, Psychologen für die Lehrer. Und wenn man das alles bezahlt, da können die von mir jetzt hinterher die Unterrichtsstunden durch Werbepausen finanzieren. Das wäre dann eben so. Das halten sie sowieso nicht auf. Eine Schulstunde dauert dann 60 Minuten und davon sind 15 Minuten Werbung. Fertig aus. Die Kinder würden sogar besser aufpassen. Das ist heute deren Lebensrhythmus. Wenn sie mit Privatfernsehen groß geworden sind, können sie sich keine Dreiviertelstunde mehr am Stück auf etwas konzentrieren. Da muss zwischendurch mal ein Pulle-Alarm kommen. Wie, ihr habt die Filme früher am Stück geguckt? Und wann habt ihr Chips geholt? Wenn Sie heute Radio hören, bekommen Sie alle 3 Minuten gesagt, welchen Sender Sie gerade hören. Und vor allen Dingen noch warum. Das brauchen die in der Schule dann auch. Alle 5 Minuten, hier ist Latein, das Infofach. Alle 2 Minuten, ich bin Heinz, der Lehrer für die ganze Klasse. Noch Fragen, rufen Sie die Hotline. Da holen die Handys raus, da rufen die mal an. Sie müssen die Stunden auflockern. Sie können mit kleinen Jingles während der Stunde auf die tollen Abenteuer der nächsten Stunde hinweisen. Teile der Tafel können Sie als rotierende Werbefläche vermieten. Sie können die Lehrer von Sponsoren einkleiden lassen. Man könnte Lehrern überhaupt mal was zum Anziehen kaufen. Man kann Lehrer in Kostüme stecken, Tabaluga, Lila Launebär. Alle Rektoren sehen aus wie Hein Blöd. Was meinst du, was da los wäre? Die Grundschullehrer als Teletubbies, die Tafel integriert. Die Kinder würden heulen, wenn Ferien wären. Und jeder kann frei wählen. Schicke ich mein Kind auf die Aldi-Gesamtschule? Auf das Benetton-Gymnasium oder auf das Kellogg's-Kolleg? Ja, Sie lachen. Realschulen gibt es schon.